Gestern auch mal startet, da ist es ja. Hallo! Guten Tag. Herzlich willkommen zu einer neuen Runde Barbie Legacy. Wir spielen hier wieder mit unserer wunderbaren Roberts Family und wir stehen ja kurz vor der nächsten Generation. Also was heißt kurz vor der? Aber Chelsea ist jetzt ein Teenager und das haben wir beim letzten Mal nämlich gemacht. Wir haben Chelseas Geburtstag hier in Sulani gefeiert. Wir haben uns ein kleines Getaway gegönnt und haben dann hier Chelseas Geburtstag gefeiert, also der Geburtstag unserer Ältesten. Achso, genau. Der Twitch-Chat ist natürlich auch dabei, ganz klar. Also wenn ihr auch mal dabei sein wollt, könnt ihr sehr gerne vorbeikommen. twitch.tv/Simfinity_Nina. Da findet ihr uns, diese wilde Bande und mich. jeden Mittwoch um 15 Uhr. Also sonst haben wir immer um 16 Uhr angefangen, aber jetzt fangen wir mal um 15 Uhr an, damit wir mehr Zeit haben, weil ihr seht, es gibt immer erst eine Stunde Quatschen. Wir haben erstmal eine Stunde Sitzung. Genau, aber ich freue mich auf jeden Fall sehr, wenn ihr auch mal vorbeikommt. Und ansonsten gibt es gar nicht viel zu sagen, glaube ich. Also wir haben halt den Urlaub angefangen und sonst noch was Wichtiges passiert beim letzten Mal? Nee, oder? Habt ihr Essensvorschläge? Bei uns gibt es heute Burger, Leute. Und ihr wisst, wie geil die Burger von Lukas sind. Also zumindest optisch wisst ihr, wie geil die sind. Oh mein Gott, ich freue mich da so sehr drauf. Das ist mein Highlight des Tages. Obwohl ich generell schon einen tollen Tag hatte, aber das ist das i-Tüpfelchen. Jolina, danke für die 36 Monate. Schön, dass du da bist. Vielen, vielen Dank. Chelsea hatte Geburtstag, genau, das habe ich ja gerade schon gesagt. Burger, ja, oh mein Gott. Aber gestern hatten wir Kohl, den habe ich jetzt auch gerade hier zum Mittag gegessen. Weißkohl, so mit Zwiebeln und so Tomaten irgendwie. Keine Ahnung, wie Lukas das immer macht, aber das schmeckt auch so geil. Und Leute, esst mehr Kohl. Kohl ist so geil. Kohl ist gerade in der Saison und Lukas predigt immer, wie günstig Kohl ist. Er hat für so einen riesen Kopf Kohl irgendwie nur 1 Euro oder 1,50 Euro oder sowas bezahlt. Aber ich habe dann zu ihm gesagt, ich habe irgendwie das Gefühl, Kohl ist in unserer Generation und darunter halt einfach so unattraktiv. Ich habe von meinen Freundinnen oder sowas noch nie jemanden sagen hören, ich mache jetzt Kohl. Außer Rotkohl vielleicht. Also Kohl ist einfach geil. Weißkohl, Spitzkohl, alles Hammer. Rosenkohl, einfach lecky. Blumenkohl hatten wir auch am Wochenende. Geil. Aber ich würde sagen, Blumenkohl ist sogar noch so... Also Rotkohl und Blumenkohl ist noch so, die sind so hier oben. Aber alle anderen Kohlsorten sind irgendwie hier unten. Ja, Kohlrouladen auch voll geil. Aber das macht irgendwie nie jemand. Und Kohlrouladen sind ja dann auch nochmal relativ viel Aufwand, sag ich mal. Wir haben einfach den Kohl gestern klein gehackt und ich sage wir, weil ich habe umgerührt. Mit Zwiebeln klein gehackt und dann in den Topf. Und dann weiß ich nicht, was der Lukas danach noch da reingemacht hat. Aber es war wirklich nicht schwer. Es war einfach lecker. Es war so lecker. Und Patty von Riva, danke für die 6 Monate. Vielen, vielen Dank. Ich habe umgerührt, ja. Also haben wir zusammen gekocht. Oh mein Gott. Ich glaube, ich kriege kein TikTok so oft oder Reel so oft geschickt. Warte. Also ihr schickt mir auf jeden Fall immer dieses Reel, also es gibt ja eine 50-fache Ausführung, wo dann irgendwie so steht, ja, my boyfriend and me cooking together. Und dann der Freund macht alles und die Freundin rührt halt nur um. Das bin ich. Und das schickt ihr mir immer, das finde ich sehr lustig. Amelie! Ne, erstmal Pia, danke nur für die 18 Monate. Vielen, vielen Dank. Und Amelie, danke für deinen Prime-Sub. Herzlich willkommen im Universum. Halt dich gut fest, schneid dich an und dann geht's ab ins Universum. Ich danke dir. Vielen, vielen Dank. Thanks you. Thank you from the bottom of my heart. Vegetarische Kohlrouladen haben wir tatsächlich noch nie gemacht. Das müssen wir mal machen. Das klingt schon sehr geil. Also, ich mag ja auch Kohlrouladen mit... Also, mochte ich früher. Aber wir haben es halt noch nie ausprobiert. So, hier ist aber Butter bei die Fische. Und Banane, Hallöchen. Und danke fürs Kompliment. Herzlich willkommen. So. Bei uns ist es auch so. Erstens hasse ich kochen, hab da absolut keinen Spaß dran. Und zweitens kann ich es auch nicht. Same. Also mit Lukas zusammen kochen finde ich toll. Aber auch nicht immer. So, wir drücken Play. Wir haben, glaube ich, noch 13 Stunden oder sowas. Ja, hier geht's nach Hause und in 2 Wochen hat Chelsea Geburtstag. Wir hatten das, glaube ich, schon runtergestellt, oder? Ich weiß nicht mehr, ob wir die Kinderalterung runtergestellt haben oder die Teenie-Alterung. Ich glaube, die Kinder... Ich weiß es nicht mehr.
Weil 2 Wochen sind natürlich schon noch sehr lang. Wir müssen ja mal vorankommen. Wie lange ernährst du dich schon vegetarisch? Dieses Jahr tatsächlich 10 Jahre. 2014 habe ich entschlossen, ich möchte kein Fleisch mehr essen. Voll krass. So. Aber ich finde das auch ganz schön süß hier. Die Freundin von Chelsea war beim letzten Mal auch da, in die Tommy sich so ein bisschen verschossen hat. Die wollten wir, glaube ich, auch heute altern, ne? Die gute... Eva. Ich glaube, wir hatten uns auf Eva geeinigt, ne? Dann würde ich sagen, machen wir das vielleicht auch als erstes. Ich muss nur ganz kurz überlegen. Ich glaube, wenn wir sie im Creative Sim altern, gehen ihre Tage mit hoch. Aber das können wir dann ja noch... Können wir wieder zurücksetzen. Du wolltest warten. Stimmt, wegen Tommy. Aber... Warte mal, da stand 10 bis 14, 10 von 14. Das heißt, sie würde in 4 Tagen altern. Ja, okay. Ja, dann warten wir noch ein bisschen. Dann machen wir das in ein paar Tagen. Und Amelie, Hallöchen, auch im Chat. Herzlich willkommen. Habe immer alle Streams auf YouTube nachgeschaut. Diese Woche Urlaub und endlich mal Zeit hier auf YouTube, auf Twitch dabei zu sein. Ich freue mich. Wie schön. Ich freue mich riesig. Schön, dass du hierher gefunden hast. Und danke für deinen Sabi nochmal. Und Lisa, Hallöchen, mir geht's sehr, sehr gut. Ich hoffe, dir auch. So. Ja, 13 Stunden haben wir noch. Sehr gut. Wo ist Tommy? Tommy, was ist denn mit dir? Wir haben auch ein Klo. Naja, er ist ja unser Nerdy Tommy und das ist schon okay. Gibt es hier einen Computer oder sowas? Ich möchte nämlich, dass Tommy so ein bisschen mehr seine Nerdigkeit auslebt. Deswegen setzt er sich jetzt hier an den Computer und wird ein bisschen spielen. Und zwar Simplinch. Let's go. Wally, danke schön für die 40 Monate. Vielen, vielen Dank. Wir hätten die Teenager-Alterung runtergestellt und die Kinder nicht. Okay. Danke für die Information. Kannst du mir erzählen, wie du dazu gekommen bist, vegetarisch zu werden? War es ein langer Prozess für dich? Also ich habe schon mal erzählt, dass ich schon noch in meinem ersten, also ich bin im Sommer 2014, habe ich mich dazu entschieden, kein Fleisch mehr zu essen. Das war auch, also ich habe halt noch nie gerne Fleisch gegessen. Das hat mir das natürlich sehr vereinfacht. Also ich war jetzt kein leidenschaftlicher Fleischesser, wenn wir irgendwie irgendwas mit Fleisch hatten, habe ich meistens das Fleisch aussortiert und jemand anders hat das gegessen. Einfach, weil ich es nicht so gern mochte. Und dann waren wir halt bei der Cousine von meinem Papa und die hat halt Hühner und gegenüber war so eine Schweinefarm und ich habe die Schweine schreien hören und dann habe ich mich an dem Tag dazu entschieden, ich möchte jetzt kein Fleisch mehr essen. Und ich habe aber trotzdem zum Beispiel in diesem Jahr an Weihnachten noch Pute gegessen. Also ich finde immer, man sollte da nicht so streng zu sich sein, dass man halt so denkt, ja, ich muss das jetzt von 0 auf 100 machen. Wenn es euch hilft, dass ihr, keine Ahnung, zum Beispiel nur 5 Tage die Woche vegetarisch esst, dann ist es auch schon so richtig super. Also lasst euch da keinen Druck machen und vor allem auch nicht von außerhalb. Also ich würde das auch gar nicht so kommunizieren, dass man sagt, ich bin jetzt Vegetarier, sondern einfach sagt, nee, ich möchte kein Fleisch. Oder, ne, dass man halt das anders kommuniziert, weil sobald man sagt, ich bin Vegetarier, fühlen die Leute sich dazu bewegt zu sagen, also, aber genau genommen, deswegen don't do it. Macht's einfach nicht. Also erspart euch den Stress. Jeder Schritt zählt und jeder Schritt ist wichtig und lasst euch da auch nicht von Social Media oder sowas unter Druck setzen. Jeder macht das in seinem Tempo und wenn ihr nur einmal die Woche kein Fleisch esst, ist das auch toll und ist das auch super. Und ich weiß, dass viele anders sehen, aber ich sehe das so. Und ich denke, nur so kommt man zu einem gemeinsamen Ziel. So nämlich. Es ist voll schön, dass du da so eine Einstellung hast. Es gibt ja so viele Leute, die da sehr drastisch rangehen. Also emotional gesehen würde ich das natürlich auch so sehen, dass ich mir wünsche, dass niemand mehr Fleisch isst. Und generell halt einfach alle mehr auch dahingehend auf ihren Konsum achten. Aber ich weiß, dass das nicht realistisch ist und ich weiß, dass man so Menschen nicht erreichen kann und ich weiß auch, dass so viele Leute ihre Ziele halt nicht erreichen können, auch wenn sie das gern möchten. Und das finde ich auch einfach gar nicht verwerflich. Und deswegen versuche ich da einfach vielen immer den Druck rauszunehmen, dass man sich selber halt nicht so einen Druck macht.
und man einfach lernt, wie toll die vegetarische oder vegane Küche ist. Und so fällt es einem dann viel leichter, als wenn man sich von heute auf morgen sagt, okay, ich darf jetzt gar kein Fleisch mehr essen. Genauso ist es ja auch, dass alle sagen, ja, die Ersatzprodukte sind alle so ungesund. Ja, man sollte sie natürlich auch nicht jeden Tag essen. Aber vor allem bei der Umstellung ist es so toll, dass man eben auf Ersatzprodukte, die eben wie Fleisch schmecken, umsteigen kann. Mittlerweile hat Lukas die vegetarische und vegane Küche so krass erforscht, dass wir fast gar keine Ersatzprodukte mehr kaufen, weil wir einfach auch ohne so leckere Sachen jeden Tag machen. Der Burger, den ihr heute zum Beispiel macht, der ist komplett ohne halt Ersatzprodukte. Also wir haben nicht so ein fertiges Patty oder so, sondern er macht das halt komplett selber. Und wenn man an dem Punkt angekommen ist, dann macht das auch einfach alles sehr viel Spaß und ist einfach total schön. Und das sollte es sein. Ernährung sollte mal etwas Schönes sein. Und ich habe das schon so oft mitbekommen, dass Leute halt dadurch auch vielleicht in eine Essstörung oder so gerutscht sind, weil sie sich halt dazu sehr unter Druck gesetzt haben. Und das sollte einfach nicht sein. Deswegen macht alles in eurem Tempo und lasst euch da nicht von Fremden rein, also von Fremden schon gar nicht, aber auch nicht von euren Liebsten. Und ja. So, Punkt, Komma, Ende. Deswegen sage ich immer flexitarisch. Das kenne ich auch. Und Tamasu, hallöchen, herzlich willkommen. Ach so, du guckst über den Account deines Freundes. Alles klar, in Gran Canaria. Wie schön, ganz viel Spaß. Genauso mache ich es zurzeit auch, aber richtig gut fühle ich mich damit nicht, wie du sagst, moralisch gesehen. Ja, aber ne, das kommt alles mit der Zeit. Also setze dich da nicht so unter Druck. Wenn man dann erstmal so seine Gerichte gefunden hat, die man richtig gerne mag, dann kann man nach und nach alles ersetzen. So. Weiterer Bildungsauftrag. Wann geht's in die Dolomiten? Anfang Juni. Ich freue mich so. Ich freue mich so sehr. Das wird aber so toll. So, Leute, wir haben aber auch schon spät. Jetzt müssen wir uns mal hier konzentrieren. Und Stacy mag Witze. Das finde ich sehr passend. Deswegen drücken wir da auf jeden Fall. Ja, warum sind die alle nicht müde? Ich meine, die sind im Urlaub, ne? Die entspannen den ganzen Tag. Aber guckt euch das mal an. Wir haben 12:30 und keiner ist müde. Also. Wakita, hallöchen. Nächste Woche Sonntag kommt leider erst wieder ein neuer Vlog. Ja, ja, ja. Anfang Juni, das ist echt nicht mehr lang. Ja, das ist ganz dolle bald. Das ging jetzt einfach so schnell. Aber gleichzeitig denken wir dann schon wieder so, boah, wie schnell das Jahr einfach immer rumgeht, ne? Nee, Ken, komm, du kannst schon auch jetzt mal hier... Guck mal, das ist doch... Nee, warte, wir hatten doch hier oben ein pinkes Zimmer. Das ist das Barbie-Zimmer. Auch wenn Barbie gerade lieber draußen auf der Couch schläft. Okay, Chelsea duscht gerade. Stacy, guck mal, du schläfst hier in diesem Riesenbett. Und Tommy, du hörst jetzt auch auf zu zocken und du gehst hier schlafen. Bin in meiner Barbie Legacy bald in Generation 2. Freue mich schon auf die Business Barbie Generation. Ja, ich freue mich auch schon voll. Wir haben uns ja auch jetzt dazu entschieden, dass wir die Business Barbie Generation danach spielen. Ich vergesse immer alles, was wir so besprechen. Aber wir hatten da einen ganz tollen Plan. Miri, danke für die 5 Monate. Vielen, vielen Dank. Habe ich von dir auch inspirieren lassen und bin jetzt schon 3 Monate dabei, maximal einmal die Woche Fleisch zu essen und versuche mehr und mehr drauf zu verzichten, immer Schritt für Schritt. Das finde ich super, super schön. Und genau so sollte das sein. Weil wenn ich jetzt sagen würde so, ja, ihr seid alle kacke, wenn ihr Fleisch esst, dann würde ich niemanden dazu bewegen, weniger Fleisch zu essen. Also vielleicht schon, aber nicht ohne ein schlechtes Gewissen. Also meinerseits und nicht, also ihr würdet euch auch schlecht fühlen. Deswegen, machen wir das alle ganz langsam und in unserem Tempo. Josie, was geht bei dir eigentlich? Josie hat ihre dollen 5 Minuten. Wenn Chelsea jetzt auch gleich fertig ist... Oh. Ich habe irgendwie auf das Fall... Hä? Stacy, du solltest in dem Bett hier schlafen. In dem Bett sollte Chelsea schlafen. So. Sunshine, Hallöchen. Schön, dass du da bist.
Tukatschan, du kannst einfach Ausrufezeichen Challenge eingeben, dann kommt der Link zu der Challenge, die wir spielen. Will auch in den Generationen dann ab und an mal eine braunhaarige Barbie machen. Genau, machen wir ja jetzt auch, ne? Chelsea ist jetzt, hat jetzt auch braune Haare. Also ich finde das super cool mit diesem klassischen Barbie-Thing, aber das hat jetzt auch halt zur Housewife-Barbie voll gut gepasst und ich finde, zur Business-Barbie passt das dann voll gut, wenn man dann eine braunhaarige Barbie hat. Also halt mal ein bisschen Abwechslung. Aber ja, ganz viel Spaß auf jeden Fall auch mit deiner Legacy. Wie schön es ist, nach langer Zeit mal wieder mit voller Aufmerksamkeit im Stream dabei zu sein. Das freut mich ganz doll, Carla. Woran ich mich dank euch nun des Öfteren versuche, sind einfache vegane Rezepte. Hatte früher immer das Gefühl, dass vegan kochen schwierig ist, wobei das ja überhaupt nicht stimmt. Also ich glaube auch, dass viele immer zu kompliziert denken und mich eingeschlossen. Also oft sagt Lukas so, ja zum Beispiel, ja ich mache heute Kohl. Und dann denke ich so, okay, was wird er da jetzt machen? So, oh, was wird er da jetzt zaubern? Wie würde er denn jetzt zubereiten? Und uiuiuiui. Aber es ist halt eigentlich so easy alles, was er dann da macht. Und deswegen sage ich immer, eigentlich wäre es voll gut, wenn Lukas einfach ein Rezeptebuch machen würde. Irgendwann, Leute, bringe ich ihn dazu. Also er schreibt ja auch zwischendurch seine Rezepte auf, aber es ist natürlich trotzdem auch viel Arbeit und er hat ja so viel zu tun, dass er das halt nicht auch noch hinkriegt. Aber ich wünschte halt, dass einfach alle immer die ganzen Rezepte von Lukas hätten, weil er macht so leckere, einfache Sachen. Manchmal natürlich auch viel aufwendiger, aber er macht es auch absichtlich aufwendig, weil er das ja dann alles selber macht. Zum Beispiel, keine Ahnung, wenn wir unsere Pita Bowl machen, macht er ja auch das Brot dazu selber. Da könnte man natürlich aber auch das Brot einfach kaufen. Ja. Aber das ist einfach nur toll. So, Chelsea ist jetzt schon aufgewacht. Müssen die dann heute in die Schule eigentlich? Nee, weil wir im Urlaub sind. Luise, Hallöchen! Wo bist du? Wo machst du Urlaub? Ja, du kannst ruhig deinen Geburtstagskuchen noch essen hier. Dankeschön für die 12 Monate. Und schön, dass du kurz reinschaust. Lukas ist Student. Wenn Luki wirklich ein Rezeptebuch schreiben würde, würde ich es sofort kaufen und nachkochen. Das glaube ich auch. Also ich glaube auch, dass es viele kaufen würden. Einfach, weil er auch so innovativ kocht, finde ich. Also das ist eben das, was ich gerade meinte. Also er sucht sich ja dann zwar immer so eine, also wenn er was Neues macht, sucht er sich immer eine Inspiration, aber macht es dann trotzdem ganz anders. Und dann macht er das halt nochmal und optimiert das. Letzte Woche zum Beispiel hat er ja Dumplings gemacht und hat sich dann jetzt schon überlegt, was er anders machen möchte und so weiter. Und es ist einfach nur toll. Mareike, Hallöchen. Habe neulich einfach Rotkohl in Scheiben im Ofen gemacht. Einfach nur etwas Olivenöl und Knoblauch und Salz. Super schnell und sehr lecker. Hört sich auch super geil an. Und das sind so Sachen, da kommt man immer so schnell nicht drauf. Ne? Also irgendwie denkt man immer so, ja, Rotkohl muss man dann stundenlang in der Küche stehen. Obwohl auch das macht Lukas ja immer selber und das geht eigentlich auch so flott. Ja, irgendwie haben die auch alle keinen Hunger, ne? Sind die hängen geblieben? Seid ihr eigentlich hängen geblieben? Ich resette die mal kurz. Dann kann Ken... Warte mal, hat er nicht einen Burnout? Ah nee, das hat er schon überwunden, ne? Ja, hast du Glück gehabt. Dann kann er sich aber jetzt auch mal im Urlaub... Wir fahren ja eh gleich nach Hause. Aber dann kann er sich jetzt noch mal ein bisschen mit sich selbst unterhalten. Hier. Traumhaft. Friede! Hallo! Dankeschön für die 28 Monate. Thank you, thank you. Thank you, thank you, thank you. Ich danke dir von Herzen. Schön, dass du da bist. Plant ihr eigentlich mal wieder einen Klemmbaustein-Stream? Fand ich immer voll cozy. Ja, können wir auf jeden Fall irgendwann nochmal machen. Ach, da war auch ein Computer. Ups. Wann ist dieses Kind so groß geworden? Im letzten Stream ist Chelsea zum Teenager geworden. Einfach so eine süße Maus. Und Mary, Hallöchen. Mir geht's sehr gut. Ich hoffe dir auch. Und Sally, Hallöchen. Good day, good day. Mir gefällt Check and Mate auch so gut. Freut mich, dass es dir auch gefallen hat. Ach, Mann, schön. Mega cool. So. Ja, du kannst mal ein bisschen mit deiner Tochter reden. Kannst du mal über deine die Pflichten belehren. Nein, aber wir können mal ein bisschen quatschen. Oder warte mal. Können wir sie auch vielleicht ein bisschen... bei Bedürfnissen helfen. Wir motivieren sie. Mach mal ein befriedigendes Gespräch. Weil Barbie muss ja noch Level 10 der Erzieherfähigkeit erreichen. Da sind wir schon bei Level 6. Das ist ja nicht mehr so viel. Gucken wir mal. Marlin, Hallöchen.
Wie viel haben wir jetzt noch? 4 Stunden, okay. Ja, dann gehen wir jetzt gleich nach Hause. Warum bist du denn jetzt gestresst? Boy. Don't do this to me, please. Barbie, dann mach doch mal noch Frühstück. Ach ja, genau. Wenn wir zu Hause sind, müssen wir auf jeden Fall die Küche umbauen, weil hier haben wir ja nicht das Problem, dass Barbie zu Hause hat. Da ist sie einfach immer nicht so motiviert. Wir machen Arme, obwohl, es ist ja... was gibt's? Joghurtparfum mit Früchten. Gibt's. Ich liebe es auch. Gestern gekauft, im Zug angefangen, wollte nicht mehr aufhören. Ja, ich habe auch im Zug gelesen und normalerweise ist das immer so, dass ich dann so, keine Ahnung, 10 Seiten lese und dann gucke ich wieder ein bisschen aus dem Fenster oder aufs Handy oder so. Aber ich habe auch einfach durchgesuchtet. Das war so, also es ist Hammer einfach. Freut mich, dass es dir auch gefällt. Also ich habe auch auf jeden Fall mega Bock, danach noch mehr von Ellie Hazelwood zu lesen. Das sagen auch alle, dass alle Bücher von ihr so gut sind. Das werde ich dann auf jeden Fall auch machen, wenn ich das durch habe. Also nicht direkt danach, aber ja. Och, Mann. Er geht einfach zu seinem Sohn und lässt ihm ein paar nette Worte da. I love it. Das ist so süß. Kannst du auch mal den Tag verschönern? Shelly, danke für die 6 Monate. Vielen, vielen Dank. Der Futternapf ist nicht unserer, der war schon da. Aber ich habe jetzt auch festgestellt, dass die Sachen, die man im Urlaub vergisst, einfach im Inventar, also im Haushaltsinventar sind. Kann ja keiner wissen, wenn man zum ersten Mal Sims spielt, ne? Wo ist das? Oh. Oh. Tja, Barbie, schade. Sie hat sich Mühe gegeben, konnte es dann leider nicht mehr essen. Tut mir sehr leid. Hab's heute gekauft, in ein Café gesetzt und gelesen. Ich habe deine Story gesehen. Voll cool. Ich würde am liebsten auch alle Stories reposten. Aber theoretisch ist es auch jedes Mal Werbung. Und ich bin dann immer so hin und her gerissen, soll ich das jetzt als Werbung markieren? Und ich will euch auch nicht voll spammen. Und ach, es ist einfach. Aber ich freue mich über jede Story. Das ist einfach nur toll. So, guck mal, Grundschulhausaufgaben haben wir nämlich mit nach Hause genommen. Here we are, back in town, in unserem wunderbaren Haus. Und Leute, ich verspreche euch, heute kümmern wir uns darum. Dafür müssen wir aber erstmal noch ein bisschen zusätzliches Geld bekommen. Deswegen muss Ken reinhasseln. Okay, er geht doch zur Arbeit heute. Es ist aber auch nicht leicht. Es ist nicht leicht, was wir alles mit ihm schaffen müssen. Aber ja, dann bleib du direkt mal draußen stehen. Dann kannst du jetzt direkt gleich zur Arbeit gehen. Barbie hat ja keinen Job. Müssen die Kinder dann trotzdem auch zur Schule? Ja, okay, dann geht man, ne? Dann muss ich mich nicht um euch kümmern. Los, hopp, hopp. Alle ab zur Schule. Lina, hallöchen. Schön, dass du da bist. Wenn ihr alle so davon schwärmen, vielleicht wird es dann meine Urlaubslektüre. Also es ist wirklich einfach eine tolle Geschichte. Also nichts super Deepes, sondern einfach eine lustige, tolle Geschichte. Nee, wir lassen das nicht schon wieder kennen. Machen. Dann hat er schon wieder was zu tun. Und Carrie, hallöchen. Und danke schon wieder eine 12 Monate. Happy Sims-Woch. Und Emma, hallöchen. Clara, hallöchen. Und Lina habe ich schon Hallo gesagt, ne? Und Franny, mach's gut. Schön, dass du da warst. So, super. Der Reparaturservice kommt auch gleich. Das ist doch toll. Dann streicheln wir jetzt mal ganz kurz hier unsere Katze und dann wischen wir das auf. Ja, theoretisch können wir die Umbauarbeiten auch jetzt machen. Wir haben ja ein bisschen Geld. Also zumindest die Küchenarbeiten. Hatten wir dieses Problem denn auch schon, bevor wir umgebaut haben? Ich weiß das nicht mehr. Weil ansonsten würde ich nämlich hier einfach eine Wand ziehen. Dass wir hier... Ja, natürlich will der das dann alles löschen. Dass wir dann da einfach eine Wand ziehen. Aber ich weiß halt nicht, ob das daran liegt. So. Zack. Dann können wir hier vielleicht gleich noch einen Pfeiler hinmachen. Vorher gab es das Problem nicht, okay. Das Problem mit dem, dass Barbie immer wieder das alles abstellt. Hier wäre es natürlich jetzt besser, wenn wir da die normalen Theken hätten. Ja, machen wir jetzt. Komm, YOLO, Leute. Wir verkaufen die. Ist das auch eine Theke?
und holen uns die. Huch. So. Hast du es mal versucht, statt der Bartheke die normalen hinzustellen? Ja, das hätten wir natürlich jetzt auch ohne Wand dann machen können, das stimmt. Aber wir machen es jetzt aber so. Mit der Wand. Ich finde es jetzt nämlich auch gar nicht so hässlich. Ups. Und dann machen wir es so. Und eine halbe Wand, stimmt. Das können wir natürlich auch machen. Ja, wie hoch ist denn die... Ja, das würde das wieder löschen. War da nicht gelöscht. Und dann haben wir da ein bisschen Probleme. Ingunyama, Ingunyama Mama. Ingunyama, Ingunyama Mama. Ich finde das immer nicht ganz so optimal hier oben. Marlin, danke für die 16 Monate. Vielen, vielen Dank. Meine Große war eben so süß, habe für die Kids zu Ostern einige Sachen geholt und komme mir vor wie zweite Weihnachten, auch für meinen Mann einige Sachen zum Suchen. Jetzt meint meine Große, dass sie nichts haben möchte, weil sie es so traurig findet, dass ich die Einzige bin, die nichts bekommt. Och, Mann, süß. Och. Da hast du hier ein Herzi. Vor allem finde ich immer, das sieht alles gleich aus. Warum gibt es 50 Mal die gleichen Leisten? Dann nehmen wir die in weiß. Ja, sieht halt trotzdem ein bisschen kacki aus. Marie, Hallöchen. Schön, dass du da bist. Was meinst du mit, du musst die Leiste neu machen? Meinst du die hier unten? Sieht halt kacke aus. Warum gibt es denn nicht einfach so was Normales? Also ich meine, wir könnten auch sowas machen. Aber ich finde, das sieht alles komisch aus irgendwie. Verstehe auch nicht, warum wir da seit Ewigkeit nichts Neues für kriegen. Ja, ne? Und guck mal, also das ist ja auch alles, also sieht ja alles gleich aus. Also ist ja nicht so, als wenn wir da genug Auswahl hätten. Er sieht halt beschissen aus. Kurze Frage zum Temptation Let's Play. Kann man noch eine Villa bauen oder hast du dir bereits eine ausgesucht? Ich habe mir noch keine ausgesucht, aber ich bin mir auch immer noch nicht ganz sicher, wie ich das machen möchte, weil ich ja damals gesagt habe, ich möchte das mit dem Pack, also mit dem zu vermieten Pack machen, ne? Dass wir dann quasi zwei separate Haushalte haben. Aber dadurch, dass ich jetzt so einen Stress immer mit dem Pack hatte, weiß ich nicht, ob ich das wirklich machen möchte. Deswegen, ihr könnt auf jeden Fall bauen und ihr müsst das aber nicht mit den separaten Bereichen machen. Also baut einfach eine Villa. Eine geile Villa, die quasi in zwei unterteilt ist. Aber halt nicht offiziell, sondern einfach, ne, dass es quasi eine Männervilla und eine Frauenvilla gibt. Nimm doch ganze Wände und setz dann Fenster rein, wirkt dann auch offener. Ja, ich finde gerade große Wände dann auch einfach besser. Also ich weiß gar nicht, ob ich dann da Fenster brauche. Aber ich finde das mit den Wänden eigentlich auch nicht schlecht. Wenn wir das so machen und dann nämlich hier vor noch... wir so eine Säule machen. Gibt es eine pinke Säule? Können wir sogar eine pinke machen. Das ist eine sehr pinke Säule. Hm.
Nee. Die ist eigentlich ganz süß. Aber irgendwie auch nicht. Dann machen wir da einfach eine weiße hin. Aber ich finde so ein bisschen... Was haben wir denn nochmal für draußen für welche? Ah, das passt hier drin nicht so. Also hier drin ist ja eher so ein bisschen modern. Chelseas Zimmer müssen wir noch umbauen. Stimmt, sie hat noch ihr Kinderzimmer. Yay! Das werden wir gleich direkt machen. Ja, ich glaube, die ist gut. Die einfache weiße. Was wir auch machen könnten. Was gibt's denn nochmal hier für Dinger? Ich will nur mal kurz gucken, wie das aussieht. Ich hoffe, der hat jetzt nichts gelöscht. Ja, das ist zu tief alles, ne? Burberry, Hallöchen, guten Tag. Frage ist, mit welchem Geld? Das habe ich natürlich hier wieder gekonnt ignoriert, dass wir eigentlich kein Geld dafür haben, für alles, was ich hier tue. Ja, okay, komm, das Geld sparen wir uns. Ups. So, jetzt machen wir noch die Leiste da unten. Und dann, wenn wir dann natürlich the richest of them all sind, ne? Heißt das nicht richtig? Dann gibt's hier Kazala, Leute. Dann gibt's richtig Kazala. Wir können den auch so rosa machen. Warum gibt's so viele lila Töne, aber nur so wenig rosa Töne? Was ist das süß? Okay, Eva, Hallöchen. Und Lea, Hallöchen. Guten Tag. Und Ida, Hallöchen. Gerade gesehen für Planet Zoo, es gibt bereits das Europa- und Nordamerika-Pack für die Konsolen. Wie cool. Und Sonnenschein, Hallöchen. Ja, irgendwie finde ich die Säule auch ein bisschen kacke, muss ich sagen. Also, weil das kein, wieder mal, kein richtiges Weiß ist. Sorry, Leute, aber... I don't like it. Ach, das wollte ich. Guck mal, das ist doch kein Weiß. Also, beziehungsweise es ist alles unterschiedliches Weiß. Janinka, Hallöchen. Wie funktioniert das, dass du Möbels platzierst, wo du möchtest, anstatt im vorgegebenen Raster? Also generell kannst du erstmal Alt drücken. Normalerweise. Warum kann ich nicht... Ach so, mit den Säulen geht das nicht. aber wenn du so ein Objekt hast, kannst du Alt drücken, dann kannst du das generell schon mal freier platzieren. Und wenn du das halt zum Beispiel hier drin platzieren willst, dann musst du vorher bb.mu, genau, wie der im Chat geschrieben wurde, musst du den Cheat eingeben und dann ja, steht auch oben, bb ist, also Move Object ist aktiviert und dann kannst du alles frei platzieren. Ja, das ist wirklich das Allerwichtigste in Sims beim Bauen. Da bin ich sehr dankbar für. Das wünsche ich mir auch bei Planet Zoo. ja. I hate das Color Matching bei Sims ja wirklich. Ich bin gerade wirklich gewillt, dass wir, also ich überlege, ob wir das einfach so lassen. Weil ich persönlich finde es schöner ohne als mit. Also mit so einem normalen jetzt. Oder? Was sagt ihr? Was findet ihr besser? Oder, warte mal, wie ist es denn, wenn wir an die Ecke auch noch so ist auch gut. Obwohl, das ist nicht ganz so gut. Ich finde es irgendwie alles kacke. Um Objekte im Inventar zu platzieren, kannst du einfach die Löschen-Taste, also entfernen, nicht entfernen, entfernen ist das. Delete. Also womit du Buchstaben löscht. Und vielleicht so einen Bogen.
Schön, dass ich das so schwierig gestaltet. Da hatte ich noch genug Zeit, die Einkäufe wegzuräumen. Es ist einfach belastend. Ich lasse es jetzt einfach erstmal ohne. Dann bleibt uns das Geld auch erhalten und wir können Chelsea noch ein ordentliches... Ah nee, wir können das Zimmer noch nicht machen, weil ich dazu ja umbauen wollte. Chelsea, du musst erstmal noch dein Kinderzimmer haben. Aber du bist ja noch eine Weile ein Teenager. Ich stelle mal kurz die Umweltoption aus, weil das will ich nicht. Hä? Ist doch ausgestellt. Lass mich in Ruhe. Okay. Lari, Hallöchen. Guten Tag. Hallo. Hallöchen. Gestern ein YouTube-Video gesehen. Es gibt zurzeit eine Demo von einem neuen Spiel, nennt sich Viva Land, ähnlich wie Sims, aber das Bauen hat eine enorme Möglichkeit, soll auch ein Mehrspieler-Funktion haben. Ich habe von denen auch einen Zugang bekommen, aber ich fand es jetzt noch nicht so interessant, weil da ging es ja jetzt erstmal nur ums Bauen und da gab es wohl auch noch nicht so viele Möglichkeiten. Ich halte mich jetzt auch mal so ein bisschen zurück, weil ich finde, es kommen erstaunlich viele Lebenssimulatoren plötzlich aus dem Boden. Also ich finde es gut und ich finde, ne, Konkurrenz ist für Sims immer gut, weil das sorgt dafür, dass EA auch mal ein bisschen Feuer unterm Arsch kriegt. Aber trotzdem finde ich, darf man jetzt nicht alles zu sehr hypen. Was ich vielversprechend finde, das sind ja die Leute, die den Sims Multiplayer gemacht haben. Das heißt, die sind halt so ein bisschen im Game, so. Im wahrsten Sinne des Wortes. Aber ja, lassen wir uns überraschen. Und Bu, Hallöchen. Ja, okay, super. So, Ken, du arbeitest jetzt super hart, damit du zwar nicht befördert wirst, weil du nicht befördert werden kannst, aber damit du zumindest schon mal hier oben bist. Ganz oben. Bin gespannt, ob das jetzt Barbies Kochfaulheit löst oder das Drama weitergeht. Ja, das hoffe ich auch, weil sonst reißen wir die ganze Küche ab. Barbie, willst du hier vielleicht mal einen Snack machen? Guck mal, so ein kleines Hüngerchen, hast du doch. Barbie, obwohl die muss ja kochen. Wir machen uns jetzt einen Snack. Okay? Susi, Hallöchen, schön, dass du da bist. Ja, genau, Miki. Das habe ich ja gerade gesagt. Die haben die Multiplayer-Mod haben die Multiplayer-Mod gemacht und das sind halt die gleichen und deswegen finde ich das, also glaube ich, dass es auch ganz cool werden könnte, aber ich möchte halt noch nicht, das war bei Paralives genauso, da wollte ich halt am Anfang auch nicht direkt so, oh geil machen, weil man nicht wusste, wohin das geht. Ja, mal gucken. Und Live by You kommt ja tatsächlich schon nächsten Monat raus, also beziehungsweise übernächsten, also wenn April ist, dann übernächsten, also im Juni, glaube ich. Da bin ich auch sehr gespannt. Also ich glaube jetzt nicht, dass es eine direkte Konkurrenz für Sims wird, aber ich freue mich trotzdem voll drauf und ja, werden wir auf jeden Fall dann auch spielen. Und Snackriette, danke schön für die 30 Monate. Vielen, vielen Dank. So, jetzt machen wir aber mal eine Runde Onigiri. Einfach so, weil wir können. Aber Barbie muss erst 14 aufwischen. Ich stimme dir zu, ich finde es schön, dass es mehrere Simulationen wie Sims rauskommen, aber es sind extrem viele, die kommen sollen. Hoffe, dass EA eventuell damit einen kleinen Schubser kriegen und sich vielleicht ein bisschen mehr Mühe geben in Zukunft. Genau, das ist auch so ein bisschen meine Hoffnung, die ich habe. Komm schon. Leute, es sieht gut aus. Was ist Liebe? Wir haben heute einen noch nicht abgeschickten Liebesbrief von Tommy an eine Lehrperson gefunden. Er ist nicht anzüglich, aber wir dachten, die Eltern sollten informiert sein. Da haben die natürlich was falsch verstanden. Und Tommy hat in der Not heraus, weil er sich nicht blamieren wollte, gesagt, dass das halt an die Lehrerin ist. Aber eigentlich war der Brief eben an Eva, ist ja ganz klar. Und dazu sagen wir, das ist unangebracht, wir werden uns erhalten, weil es jetzt auch nicht so schlimm. Julie, Hallöchen, du hast noch nicht viel verpasst. Ja, obwohl, wir spielen schon 40 Minuten, wo ist die Zeit hin? Aber wir haben bisher nicht viel gemacht, also wir haben nur ein bisschen umgebaut. Und Saskia, Hallöchen, schön, dass du da bist. Und Jani, welcome back. Komm, Barbie. Aber sie, also ich glaube, das klappt jetzt wieder. Super, okay, dann hat das
unser Problem gelöst. Das ist doch schon mal super. Dann steht dem Level 10 ja quasi nichts mehr im Wege. Okay, ja, wir brauchen keine Stipendien. Mit Chelsea vielleicht dann, ne? Das wäre vielleicht nicht schlecht. Genau, wir haben doch so gesagt, dass Chelsea in ihrer Schule so tut, als wenn sie halt auch aus einer wohlhabenden Familie kommt. Ich erinnere mich. Strandpier, Hallöchen, herzlich willkommen. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, was du mir mit deiner Nachricht sagen möchtest. Also, ja, das stimmt. Es ist mir nicht wichtig, wie meine Freunde aussehen, aber das sollte einem auch nicht wichtig sein. Ja, also, ich glaube, das soll ein Kompliment sein. Also, ich danke dir. Aber wenn man Freunde hat, deren, also die die Wert auf das Aussehen seiner Freunde legen, dann sollten das nicht deine Freunde sein. Also, das ist... Also, ja, weiß ich jetzt nicht. Aber herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Ah, ich habe sehr schöne Freunde, ne? Nur mal so gesagt. Ja, ich habe nämlich auch gerade so gedacht, Fun Gag. Also, irgendwie klingt das so, als hätte ich halt Freunde, die. Keine Ahnung. Also, ja. Das war irgendwie jetzt ein bisschen weird. So, aber das können wir jetzt mal weglegen. Dachte auch, wir spielen das 15 Minuten. Es geht immer so schnell, ne? Und Vanni, Hallöchen. Schön, dass du da bist. Hab die Tage nach Ostern Urlaub und hoffe auf schönes Wetter, dass ich nicht nur vorm PC hocke. Ja, also das Wochenende sieht ja zumindest bei uns sehr vielversprechend aus. Also Samstag soll es richtig warm werden. Da bin ich sehr gespannt. Warum bist du denn jetzt traurig? Sinn des Lebens. Ach, Ken. Ken, du hast deine Mojo-Dojo-Kassa-Dengsi-Dengsi. Hör auf rumzuheulen. Haben wir dieses Board schon gekauft? Mir doch gar nicht. Oder bin ich doof? Nee. Oh, hier ist auch noch was zum Aufräumen, Barbie. Samstag 23 Grad, da gehen wir wahrscheinlich zum Hundestrand am See. Och, wie toll. Ja, mega cool. Was habt ihr über Ostern so geplant? Also macht ihr alle was mit der Family oder wie sieht's bei euch aus? Einfach ganz entspannt. Guck mal, geh mal doch. Ja, geh die mal gießen. Auch wenn Ken das auch machen soll, aber du kannst ja nicht, also kannst ja nicht alles deinem Mann machen lassen. Shalom, Hallöchen, schön, dass du da bist. Ich finde auch, dass es auf die inneren Werte ankommt. Also gerade bei Freunden. Also beim Partner kann man ja noch sagen, okay, da guckt man so ein bisschen aufs Aussehen, ne? Auch wenn da die inneren Werte natürlich entscheidender sind. Aber bei Freunden könnte einem das ja eigentlich, also es könnte mir wirklich nicht egaler sein. Ist einfach so. Gezwungenermaßen Familienfeier. Aber ich wünsche euch trotzdem eine schöne Zeit, auch wenn ihr jetzt vielleicht denkt, so oh, voll anstrengend. Ja, ich wünsche euch trotzdem, dass es eine schöne Zeit wird. Wir fahren an Ostern nach Ostfriesland zur Familie meines Freundes. Da gibt es viele Osterfeuer und Seeluft. Wie schön. Das ist ja toll. Ja, am Sonntag gehen wir auch zum Osterfeuer. Also denke ich mal. Ja, eigentlich haben wir schon gesagt. Wir haben sogar Ole gefragt, ob er mit uns kommen will. Jackie, Hallöchen. Entspannt mit der Zeit, Familie Zeit verbringen. Machen da immer kein großes Ding draus. Ja, ist bei uns auch so. Einfach so ein bisschen zusammen sein, ne? Unser Ostern ist vollgepackt, Freunde und Familie treffen und das Kinderzimmer streichen. Wie schön. Ein schönes Wochenende wünsche ich euch dann. Habe am Sonntag Geburtstag und feier deswegen Samstag auf Sonntag mit meinen Freunden rein. Sonntag koche ich dann mit meiner Mama und meiner besten Freundin ein kleines Festmahl. Das klingt auch richtig toll, Leonie. Wie schön. Und Lina, danke für 27 Monate. So, guck mal. Und schon ist die Bude wieder blitzi blanki. Bringst du den Müll noch raus? Toll. Gehe am Karfreitag ins Vision of Magic in Köln. Am Samstag geht es dann mit meinen Cousinen und deren Kindern auf den Bauernhof. Für eine Woche, auch wie schön. Das klingt ja toll. Das freut mich voll. Ganz viel Spaß. Wir haben gestern auch so eine Doku über so einen Erlebnishof geguckt. Das war voll cool. Okay, Barbie.
Ja, da müssen wir halt noch ein bisschen dran arbeiten, aber. Nee, sie ist eine Dreier-Schülerin. Chelsea, kannst du dich mal ein bisschen anstrengen? Ja, Universitätsvorbereitung ist, glaube ich, etwas, was Chelsea machen würde. Let's go! Mein Mann ist in Dänemark zu einem CSGO-Event. Ich gehe Sonntag anscheinend arbeiten. In Dänemark zu einem CSGO-Event, das ist krass. Und ja, ich wünsche dir natürlich trotzdem ein schönes Wochenende, auch wenn du dann arbeiten musst. So, Barbie, ich habe jetzt gerade überlegt, ob es vielleicht nochmal Zeit ist, dass wir nochmal gucken, ob wir nochmal so einen Verkauf machen. Auch wenn schlechtes Wetter ist, aber die Leute kamen ja eigentlich immer trotzdem. Und dann können wir uns nochmal alten Gewohnheiten zuwenden. Wir machen heute mal eine Obsttorte. So I put my hands. Was ist denn heute los? Ich sag jetzt nicht meinen tollen Spitznamen für euch, ne? Hallo ihr Lieben! Na, wie geht's euch? Kata, danke schön für deinen Raid. Hallöchen, ich freue mich sehr. Herzlich willkommen zurück zur Barbie Legacy. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder hierher gefunden habt. Ich bin Nina. Hallo. Guck mal, ich komme auch nochmal so. Hallo, guten Tag. Und wir spielen die Barbie Legacy. Das hier ist unsere wunderbare Barbie, die gerade eine Obsttorte zubereitet. Und wir haben auch schon 3 Kinder. Und es ist alles schön. Ansonsten gibt es hier auch immer Planet Zoo und ganz viel Quatschen. Also könnt gerne euch noch dazugesellen, wenn ihr möchtet. Ich würde mich sehr freuen. Ansonsten, wenn ihr noch was vorhabt, wünsche ich euch einen wunderbaren Tag. Falls ihr Kata noch nicht kennt, solltet ihr da sehr gerne einmal reinschauen. Kata spielt alles und macht auch alles im Stream. Eigentlich ist Kata auch immer live. Also fast immer, wenn ich gucke, ist sie live. Deswegen, ihr könnt sie quasi nicht verpassen. Also gibt es alles an Simulatoren und Story-Games und Survival, alles. Streams, Art-Streams, alles. Also schaut da sehr, sehr gerne mal vorbei. Und ja, genau. Also herzlich willkommen, das ist schön, dass ihr da seid. Majoran, hallöchen, Niri, hallöchen. Ah, nee, Niri war schon vorher da. Spike. Ich habe gerade mit 10 Minuten Arbeit 600 Euro verdient. Das kann ich erklären. Direkt den besten Eindruck für unsere Raider hier. Matti, danke schön für die 10 verschenkten Subs an die Community. Vielen, vielen, vielen Dank. Ganz viel Liebe für dich. Ich danke dir von ganzem Herzen. Danke fürs Auslösen des geilen Commands. I love it immer noch. Vielen, vielen Dank. Ich weiß zwar nicht, wo das jetzt herkam, aber ja, ich danke dir. Und Spike, hallöchen. Kata natürlich, hallöchen. Jemmy, hallöchen. Herzlich willkommen. Rome, hallöchen. Heinz, hallöchen. Bianca, hallöchen. Schön, dass ihr da seid. Und Amaya ist auch zum ersten Mal dabei. Herzlich willkommen. Didi, so. Da ist Kata. Hallöchen, Kata. Sally, hallöchen. Herzlich willkommen. Bei dieser Challenge sieht man einfach immer direkt, worum es geht. Alles pink, ja. Also wir können es nicht leugnen, dass wir die Barbie Legacy spielen. Ich sag erstmal tschüss, mein Sohnemann hat einen Friseurtermin. Mach's gut, Cynthia, schön, dass du da warst. Und Matti, vielen Dank nochmal für die Subs. Und Cheyenne, mach's gut, schön, dass du da warst. Und Sumima, hallöchen. Und Farbherzen, hallöchen. Und Charlotte, hallöchen. Daria, der habe ich eben schon hallo gesagt, aber schön, dass du da bist. Hab doch jetzt einen neuen Job, da muss gefeiert werden. Ja, du sollst dich feiern. Sympathisch, lieb den Alert, ja, also, ja. Ja. Dankeschön. Und Isa, hallöchen, schön, dass du da bist. So, jetzt aber Buddha bei die Fische. Unsere Barbie macht hier gerade eine Obsttorte, weil wir uns gedacht. Warum hat sie eigentlich ihren Mantel an? Aber wir haben uns gedacht, sie kann mal wieder ihren Backstand ein bisschen aufleben lassen. Wir haben nämlich so einen Backstand hier draußen. Und da unsere Kinder aber uns immer einen Strich durch die Rechnung gemacht haben, warum sind die jetzt eigentlich schon wieder so schlecht gelaunt? Ah, weil sie ungeduscht sind. Also sie hatte jetzt immer so viel mit den Kids und so zu tun, dass sie immer keine Zeit dafür hatte. Aber jetzt kann sie ja mal wieder eine Runde backen. Und Corini, danke für deine 100 Bits. Vielen, vielen Dank. Und Steffi, hallöchen. Und MSG, hallöchen. Nee, ich will nicht Autorin werden. Mach mich in Ruhe. Die nächste Generation wird die Business-Barbie-Generation. Barbie.
Jetzt aber los. Okay, es ist nicht vorbei, Leute. Ich hasse dich, Barbie. Also tue ich natürlich nicht. Aber ein bisschen schon. Aber guck mal, sie macht das ja, weil sie irgendwas hat. Ist das die Angst vor dem Wasser? Ist es der Ofen? Sollen wir den Ofen mal ersetzen? Aber ein Ofen ist halt immer so teuer. Ja, vor allem stimmt, weil gerade als sie das Onigiri gemacht hat, da war ja nichts. Oh, Tommy ist Zweierschüler. Oder ein? Warte, war es schon da? Einserschüler! Tommy, du Maschine! Wait, dann ist das doch jetzt bei ihr erfüllt. Achso, in der Oberschule. Ich bin ein Gag. Hat Stacy auch schon? Nee. Hier steht auch nichts im Ofen. Das ist einfach ganz belastend. Aber ich glaube, der Ofen ist halt zu teuer. Wie viel kriegen wir, wenn wir den verkaufen? 2600. Das heißt, wir haben dann ungefähr 3000. Ja, dann holen wir uns halt einen anderen, oder? Was ist denn das hier? Guck mal, der ist doch auch toll. Ist auch ein schöner Herd. Sieht fast genauso aus, oder? Jana, Hallöchen! So, jetzt aber Barbie. Also, ne, wenn es jetzt nicht klappt, dann bist du gefeuert als Barbie. Es ist nicht der Ofen. Ich hasse dieses Spiel. Habe ich das schon mal gesagt? Wisst ihr, also es kann ja nicht mal sein, dass irgendwas im Weg ist. Wir haben vergessen, den Blumenstrauß da wieder hinzustellen. Weil manchmal klappt das ja. Also, ne, es ist nicht so, dass irgendwas im Weg ist. Würde die Küche ganz neu machen, ja, aber es ist so teuer. Ja, das ist eine Idee. Wir können den Ofen mal an diese Ecke machen. Bevor wir jetzt alles umbauen, lasse ich das noch da oben. So, Barbie, komm. Komm schon. Versuch mal die Schüssel in der Theke zu platzieren. Wir haben schon alles gemacht. Also wir haben schon alles gemacht. Manchmal klappt es ja dann auch. Also jetzt stelle ich das da hin und manchmal klappt es dann und manchmal auch nicht. Nee. Hat einfach keinen Bock. Die hat einfach keinen Bock. Ja, Barbie, geht mir auch so. Geht mir auch so. Mach mal hier drüben. Na, Barbie, mach mal da jetzt. Guck, das bricht ab. Also es bricht ab. Es ist einfach nur schlimm. Und ich will auch nicht in die Kunstkarriere. Kann es Chelsea, aber also eigentlich sollte Barbie das ja einfach machen. Also es geht ja nicht darum, also dass diese Obsttorte gemacht wird. Ja, zurücksetzen haben wir auch schon mal. Also wir haben alles schon probiert. Also das ist ja schon ganz lange jetzt so. Also es ist nicht erst jetzt. Okay, jetzt geht's. Nee, das ist kein CC. Das ist, sind die aus dem lukrative Hobbyküchen-Set. Wenn andere es können. Nee, also ich meinte nicht, dass ich... Also ich weiß nicht, ob Chelsea es kann. Sondern ich meinte, dass es ja nicht darum ging, dass die Torte gemacht wird, sondern halt, dass Barbie es macht. Sie soll ja zubereiten. Ja, wir gucken mal. Also vielleicht können wir mal Chelsea auch ein bisschen was kochen lassen und dann gucken wir mal, ob sie auch die ähnlichen Probleme hat. Wird Barbie noch ihr Traumhaus bekommen? Also wir haben ja wohl ein Traumhaus.
Ich möchte mich unbedingt mit einem bestimmten Kind anfreunden, aber es scheint nicht mein Freund sein zu wollen. Was kann ich tun, damit es mein Freund wird? Chelsea hat so gesagt, die anderen treffen sich immer in diesem besonderen Club und da ist alles so teuer und deswegen wollen die nicht mit mir befreundet sein, weil ich gesagt habe, ich komme da nicht hin. Und dann sagt Barbie, die inneren Werte zählen und deswegen sei nett. Den weißen Tortenback hatte ich ja bei Damon jetzt, war auch ganz schlimm. Hab den Kochenbug auch, dachte, der ist bekannt bei EA, muss von denen gefixt werden. Also beim letzten Mal haben auch ein paar gesagt, dass sie das auch mal hatten. Die Empathie von Chelsea reicht nicht für den Erwerb des Merkmals mitfühlend aus. Aber finde ich passend. Also ich finde, sie ist halt auch ein Sim, die nicht so mitfühlend ist. Dine, danke für die 4 Monate. Vielen, vielen Dank. Und Michelle, Hallöchen. So, aber jetzt macht's es ja. Wisst ihr, wir lassen jetzt einfach mal Chelsea was zu Abend kochen, um zu gucken. Sie macht mal Gemüseteigtaschen. Und Barbie kann dann nämlich, ja, stell das hin. Und dann tun wir das in den Dings und dann machen wir einen kleinen Verkauf. Aber Barbie, du sollst schon auch den Stand bedienen, ne? Achso, man sollte auf Play drücken. Maxi, Hallöchen. Ich calle, dass es brennen wird. Ja, gut möglich. Süßes Outfit. Guck mal, sie geht ja auch an eine andere Theke als Barbie. Obwohl, an der Theke war Barbie auch schon mal. Naja, mal schauen. Lisi, Hallöchen. Mal schauen. Und Miri, mach's gut. Pineapple, Hallöchen. Mit welchem Pack kommt dieser Stand? Das ist auch lukrative Hobbyküche. Geh mal rüber. Na komm. Freue mich schon auf die Generation mit Chelsea. Sie hat jetzt schon so viel Charakter. Ja, ich finde sie auch voll cool. Okay, es liegt an Barbie, glaube ich. Also kann natürlich jetzt auch Zufall sein, ne? Weil bei Barbie funktioniert sie auch manchmal. Naja, wir schauen einfach mal. Sie macht da jetzt schön ihre Dings. Ja, hallo, na? Ah, wir haben die Preise runtergemacht, ne? Sorry, ist plötzlich teurer geworden. Also das Mehl ist plötzlich ganz teuer gewesen. Die Zubereitung war einfach. Inflation, Leute, Inflation. So, Ken hat auch Geld mitgebracht, das ist immer sehr gut. Und bevor wir jetzt aber wieder das ganze Geld ausgeben, wird Ken direkt noch weiter... Obwohl, warte, sein Sohn muss doch sowieso noch Schach spielen, oder? Ja, dann geht ihr jetzt mal in den Garten und spielt ein bisschen Schach. Dann kann Ken nämlich an seiner Logikfähigkeit arbeiten. Super. Kannst du dich mal vorstellen, wer du bist und was du hier Schönes machst? Also ich bin die Nina und ich spiele hier Sims und Planet Zoo. Und es wird ganz viel gequatscht. Ja, das bin ich. Hier ist es immer sehr gemütlich. Meistens. Und eigentlich mache ich aber YouTube-Videos. Also mein Hauptding ist YouTube. Und Twitch mache ich aber auch so nebenbei. Genau. Hab voll vergessen, dass Chelsea ja letztes Mal gealtert ist. Ja, ja. Sie ist nur eine Großmaus. Sehr gut, Ken. Super. Na, endlich. Okay, jetzt könnt ihr auch eigentlich aufhören. Aber Tommy muss ja noch das erfüllen, oder? Ja. Dann spielt ihr mal schön weiter. Super. Ihr zwei esst weiter Törtchen, obwohl Chelsea sich so viel Mühe mit den Gemüseteigtaschen gegeben hat. Auch schön. Alias Ninus Maximus. Wir haben die Tage Gladiator geguckt. Und da ist er Maximus. Und dann hat Lukas irgendwann gesagt, bist du nicht eigentlich Maximus? Da, guck mal, da ist er. Luki, viel Spaß beim Schwimmen. Ich finde die Musik etwas laut. Ja, ist auch gerade ein bisschen laut. Es liegt halt immer am Lied dann, ne? Manchmal schreien die uns so an. Viel Spaß noch. Danke, Luki. Freue mich ganz toll auf die Burgies. Und natürlich auch auf dich, ne? Ist ja ganz klar.
Aber schon auch auf die Berge. Der ganze Film ging um dich, genau. Das war mein Leben quasi. Kloppen. Ich habe heute mit meiner Familie zusammen Ostereier. Ist irgendwie so ein Ritual geworden. Das habe ich ewig nicht mehr gemacht. Aber früher haben wir das auch mal gemacht. Ganz viel Spaß. Ja, mach doch jetzt mal schneller. Ken hat noch andere Verpflichtungen. Och, Barbie! Die Frau macht mich fertig. Oh, Lara, Hallöchen! Ja, kauf doch jetzt. Guck mal, wie lecky das aussieht. Sieht eigentlich auch ein bisschen eklig aus und es kostet tatsächlich 16 Simoleons pro Stück. Aber lecker. Ist das Leckerste, was ihr je essen werdet. Und Chelsea, was machst du hier so unbeholfen? Wie wär's, wenn du mal deine Hausaufgaben machst? Hier. Die hier können wir jetzt eigentlich verkaufen. Ich flieg morgen nach Paris. Ganz viel Spaß. Wie cool. Und Funcake. Ganz viel Spaß beim Einkaufen. Dieser Verkaufsstand erinnert mich voll an die Zeiten mit Snow. Aber ich finde den schon echt mega süß. Also der von Lukrative Hobbyküche. Das finde ich richtig cool, dass sie den mit reingebracht haben. Ich bin richtig gespannt, was jetzt so als nächstes kommt. Also was sie so als nächstes ankündigen. Als letztes kam ja jetzt das mit den Kristallen. Eigentlich der Routine nach müsste jetzt Richtung Sommer ein neues Erweiterungspack kommen. Aber ich weiß halt nicht, was noch kommen soll. Und Jasminski! Hallo, schön, dass du da bist. Wie geht's? Und Tamella, danke für die 17 Monate. Vielen, vielen Dank. Irgendwas war noch in der aktuellen Roadmap. Ich habe die jetzt gerade nicht mehr so im Kopf, was da noch drauf war. Und ich weiß auch nicht, wie bis wann die Roadmap ging. Aber regulär war es immer so, dass zum Sommer hin halt dann ein... Also letztes Jahr kam ja auch, glaube ich, Ende Juli das Pferdepack. Ja, mal gucken. Also bei Feen würde ich mich echt nicht so freuen, muss ich sagen. Also, ne, ich freue mich natürlich für jeden, der sich darüber freut, aber das ist sowas, was mich eigentlich gar nicht interessiert. Die gelten mal für ein Quartal, meine ich, also 4 Monate. Aber ein Quartal ist doch eigentlich 3 Monate, oder? 3, 6, 9, 12. Also zumindest muss ich alle 3 Monate Steuern bezahlen. Luzi, danke für die 13 Monate. Vorauszahlung, meine ich. Vielen, vielen Dank. Vielleicht ein Gameplay-Pack. Also wenn ein Feen-Pack kommt, dann glaube ich auch, dass es ein Gameplay-Pack wird. Ja, also könnt ihr das jetzt mal kaufen? Also ich habe auch nicht ewig Zeit. Ich habe eine Familie zu versorgen. So, ihr müsst auch mal hier eure Hausaufgaben machen. Let's go. Und du auch. Hat er seine Hausaufgaben schon gemacht? Hä? Also, manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Und das Spiel habt ihr jetzt erfüllt. Nice, sehr gut. Und dann kann Ken jetzt nämlich noch ein bisschen wieder debattieren. Super, das ist doch toll. Ich spiele gerade, glaube ich, überdurchschnittlich viele Okkultismus-Sims, würde es Feen schon toll finden. Und dann ist das auch super, ne? Also dann ist das ja total schön für euch auch. Ich spiele ja auch immer mal wieder so ein bisschen nebenbei mit okkulten Formen. Ich habe ja jetzt auch was mit Aliens geplant und so, finde ich auch ganz cool. Und ich würde bestimmt auch mal mit Feen spielen, aber wäre ich jetzt nicht so... Aber... Ja, mal gucken. Und Nisi, Hallöchen, wie geht's? Ich bin einfach gespannt auf alles, was kommt. Lass unsere Tonne in Ruhe. Hat er da gerade geschnüffelt? Hat er gerade in unserer Tonne geschnüffelt? Mach ihn fertig, Josie! Ich habe dieses Dings noch nie angeguckt. 40 Simoleons. Josie, du sollst ihn fertig machen und dich nicht streicheln lassen. Okay, Barbie, war doch super, oder? Ja, komm, tun wir jetzt in den Kühlschrank. So, warum hat sie was Gammeliges im Inventar? Nee. Ach so, wahrscheinlich. Hä? Ach, guck mal, der Teller ist weg, Leute.
Was war denn jetzt hier eklige Umgebung? Achso, der Müll wahrscheinlich. Für mich sind Feen halt immer kleine Wesen, das passt für mich nicht in Sims-Größe. Ja, das kommt noch dazu, ne? Das stimmt. Guck mal, wie süß die hier Hausaufgaben machen. Warte mal. Nee, das ist schon weg. Ja, super. Oh mein Gott. Wir sind einfach die besten Eltern der Welt. Chelsea hat ihre Hausaufgaben hier auch schon fertig gemacht. Ja, Chelsea, guck mal, dann poste du doch jetzt mal hier was auf Sozialhase. Auch wenn du da keine Follower hast. Oh, deine Followerzahl hat sich heute um 10 verändert. Ja, ach, guck mal, und ich sag, sie hat keine Follower. Ja, poste mal über deine Hausaufgaben und sag, dass du gestresst von deinen Hausaufgaben bist. Obwohl, nee, sie ist ja so eine ganz kompetente, deswegen sagt sie, das haben wir wieder gar kein Problem für mich. Nele, danke schön für dein verschenktes Sub. Und Anna, hello, girl. Danke schön für die 33 Monate. Na, habt ihr eben noch 2 Videos reingeladen? Ich hoffe, dir geht's gut. Ich würde Autos und Diebe toll finden. Ja, aber die Chance mit den Dieben hatten die ja jetzt bei, zu vermieten. Also ich glaube nicht, dass da nochmal was in der Richtung kommen wird. Ich glaube, das war deren Versuch, das einzubauen. Was ist jetzt los? Ist hier ein Angelsteg, ein Angelsteg? Ich möchte doch nur angeln an einem Angelsteg. Wir können morgen auch mal mit Chelsea zur Schule gehen. Fände ich auch cool. Obwohl, dann ist sie ja nicht... Wir können ja... Oh, Leute! 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 Ich weiß nicht genau, was passiert. Also, nur um euch kurz abzuholen, was gerade in meinem Kopf abgegangen ist. Ich habe halt gedacht, ne, ihr könnt mit Chelsea zur Schule gehen. Sie geht ja aber an die, also sie ist ja an der Elite-Schule angemeldet. Wenn wir jetzt mit ihr zur Schule gehen, dann geht sie ja an eine andere Schule, so vom Spiel aus. Wird sie dann aus der normalen Schule rausgeschmissen, frage ich mich halt. Bin mir gerade nicht ganz so sicher. Ich glaube, wir wurden doch auch gar nicht gefragt, ob wir mit Chelsea zur Schule gehen möchten, oder? Ich bin gerade nicht ganz bei Trost. Auf jeden Fall wollte ich deswegen jetzt mal hier eine Elite-Schule platzieren. Wir gucken mal kurz. Ganz kurz. Janet, danke schön. Oder Janet, danke schön für deine 17 Monate. Und Annie, danke für 5 verschenkten Subs. 5 verschenkte Subs an die Community. Danke für den Angelstick. Vielen, vielen Dank. Würde mich so über Piraten in Sims freuen. Piraten? Was ist dann so dein Gameplay? Aber ist natürlich auch cool, ne? Ich finde alles cool, sowieso. Meine Teenager-Tochter konnte ich nicht mehr begleiten, als sie an eine andere Schule angemeldet war. Genau, das habe ich nämlich mir auch gerade gedacht, dass wir eben gar keine Benachrichtigung bekommen haben, ne? Ja, dann ist das ja eh unnötig. Okay, dann lassen wir das. Hammer, bin auch ein bisschen im Vorarbeiten-Modus. Genau, das habe ich gelesen, deswegen dachte ich mir so, komm, dann haue ich das schnell raus, dann musst du über das Wochenende gar nichts machen. Wenn du es natürlich noch hinkriegst, ne? No pressure. Aber dann kannst du ganz entspannt... dein Osterwochenende, dein wohlverdientes Osterwochenende genießen. Mann, die spammen mich heute hier alle voll. Ich will unbedingt Hotels, Freizeitparks und Zoos. Also Hotels bin ich voll bei dir, fände ich richtig geil. Freizeitparks fände ich eigentlich auch sehr geil. Also das fand ich auch voll cool, wie das bei Sims 3 war mit dieser kleinen Achterbahn. Da muss ich an die mega crazy Schule denken, an die JD gegangen war. Das war ja noch vor dem Highschool-Pack. Ja, die war super geil, die Schule. Und Winder, Hallöchen. Hätte total Lust auf ein Zeitreise-Pack, so wie Into the Future, nur gerne in beide Richtungen. Also, dass man in Zukunft und Vergangenheit reisen kann. Finde ich auch cool. Also, ich muss sagen, bei Sims 3 habe ich das nie genutzt. Aber... finde ich trotzdem richtig cool. Also vor allem deine Idee mit der Vergangenheit finde ich auch cool. Dann hätte man so ein bisschen so ein Crossover mit Mittelalter.
Musst du dann aber auch mal. Na klar. Haben wir jetzt eigentlich schon die Kinderfotos gemacht für Kens Büro? Nee, haben wir nicht gemacht. Okay, ich weiß, wir waren gerade schon im Weltenverwalten-Modus, aber wir platzieren mal kurz ein Fotostudio. Das gibt's bestimmt in der Galerie. Wir hoffen mal, die funktioniert. Dann können wir nämlich Fotos machen gehen. Müsste ja eigentlich gehen, oder? Und Quarkbällchen, Hallöchen, herzlich willkommen hier. Das Mittelalter-Game fand ich auch Hammer, ja. Das war auch echt cool. Haben wir auch mal ein bisschen im Stream gespielt, ne? Weiß ich gar nicht, warum wir das dann nicht mehr gemacht haben. Aber uns steht die Welt ja noch offen. Muss mal kurz gucken, wo wir noch nicht so viel platziert haben. Ich glaube, die neueren Welten sind alle noch nicht so voll. Machen wir das einfach nach San Sequoia. Vielleicht hier? 30 mal 20? Gucken wir mal. Maximilian, Hallöchen, herzlich willkommen. Ich finde, Sims brauchen einen Senioren-Revamp. Aber auch da, glaube ich, also da haben die ja so ein bisschen versucht mit Zusammenwachsen was zu machen. Und ich glaube, mehr wird da auch nicht kommen. So traurig das ist. Ich glaube, dann kamen Umzugsdinge und so. Ja, irgendwie so, ne? In Sims 3 war das ja auch so. Mal gucken. Wie heißt dein Promocode nochmal? Och süß. Wollte mir gerne das zu vermieten Pack holen und dich dabei unterstützen. Dankeschön, Jana. Einfach Simfinity. Genau, wie die Mimi geschrieben hat. Ganz einfach Simfinity. Und ich wollte da auch, also ich sage da viel zu selten Danke für, dass ihr das so viel benutzt. Ich kriege da ja immer dann so eine Auswertung, wie viele Leute das benutzen. Und das ist wirklich crazy. Ich hätte niemals gedacht, dass das so viele Leute nutzen, obwohl ich das ja nicht so aktiv promote. Deswegen vielen, 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 vielen Dank, wenn ihr daran denkt. Das ist mir wirklich... Und es gibt ja mittlerweile auch so viele Creator, die einen Code haben. Und dass ihr dann trotzdem meinen benutzt, macht mich echt super happy. Aber unterstützt natürlich die Creator, die ihr unterstützen möchtet. Ne? Also fühlt euch nicht quasi dazu gedrängt, das meinen Code zu benutzen. Es gibt so viele tolle Creator, die auch jetzt mittlerweile einen haben. Deswegen, ja. Nancy, Hallöchen, es gibt jetzt Chili. Lass es dir schmecken. Das klingt sehr lecker. Preteens fände ich auch sehr geil. Das wäre tatsächlich eine Altersstufe, die ich mir sehr wünschen würde. Weil der Unterschied zwischen Kinder und Teenager ist einfach zu riesig, finde ich. Fotostudio und Kaffeebar. Alter. Sind es vier Shopping Mall? Fotostudio Big Smile. Und das sieht doch sogar nach etwas aus, was man in San Sequoia platzieren könnte. Da ist jetzt nicht so sonderlich viel drin. Aber ist schon süß. Leonie, Hallöchen, herzlich willkommen. Good day. Anna promotet das sehr gut am Anfang jedes Videos. Ja, das stimmt. Aber halt außerhalb von dem, also gehe ich da halt immer gar nicht drauf ein. Und deswegen war ich dann halt voll schockiert, wie viele Leute das trotzdem benutzen. Finde ich richtig cool. Die sind halt auch alle schon so lange her, also dass die gebaut wurden. Ach, guck mal, aber das ist sogar eine deutsche Person. Ist das vielleicht jemand von euch? Luzi Lu, hallo? Und Evi, Hallöchen. Schön, dass du da bist. Ich habe mir Sushi bestellt. Oh, oh mein Gott. Apropos Sushi, habt ihr das von dem Christian Wolf mitbekommen? Ich möchte ihn schütteln, Leute. Ich möchte ihn schütteln. Ich wünsche auch, wir hätten mehr interaktive Karrieren. Finde, die machen so viel Spaß. Also nachdem ich jetzt die Arztkarriere gespielt habe, würde ich das auch, also würde ich mir das auch sehr wünschen. Das finde ich sehr cool, aber das ist halt also leider zu groß. Aber wir können ja auch ein Grundstück ersetzen. Bridal Boutique und Foto. Oh mein Gott. Ich glaube, wir platzieren mal das hier. Gucken uns das mal an. Nee, was ist passiert? Also, ich weiß nicht, ob ihr Christian Wolf kennt. Wenn nicht,
absolut nichts verpasst, ist so ein Fitnessman von More Nutrition, kennt ihr den vielleicht? Das war, der war da CEO oder so, ist aber, glaube ich, mittlerweile nicht mehr. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall, er ist jetzt mit Romina zusammen. Romina kennt ihr vielleicht von Jeremy's Sex Top Model, aber sie war mal mit Stefano zusammen. Super süß, ist ja auch egal, ne? Da will ich gar nicht zu sagen. Aber auf jeden Fall hat sie öffentlich gemacht, dass sie mal eine Essstörung hatte. Und dass sie halt so in der Recovery ist und so weiter. Und er ist halt ein extremer Fitness-Typ. Und es sei ja jetzt auch mal, ich will auch gar nicht deren Beziehung irgendwie kommentieren, so. Ne? Das, da sollen die ja machen, was sie wollen. Aber er ist halt extrem so, naja, Ersatzprodukte, na, hier Kalorien sparen und da, und hat auch so ein komisches Proteinfasten, wo man dann als Frühstück nur so einen Shake trinkt. Egal. Auf jeden Fall hat er dann jetzt irgendwie eine Story gemacht, oder ich weiß nicht, was das für ein Video war, wo die vor einer Sushi-Platte saßen, er und seine Freundin, die an einer Essstörung leidet oder halt in der Recovery einer Essstörung ist, und sagt so, ja, Sushi ist übrigens eine absolut versteckte Kalorienbombe, also da müsst ihr wirklich aufpassen, weil da ist ja auch Reiszucker drin. Und deswegen sollte man das irgendwie nur essen, keine Ahnung, wenn man krank war oder, keine Ahnung, wenn man ein hartes Training essen sollte, wenn man ein hartes Training hatte. Und sie sitzt daneben und hört ihm quasi dabei zu. Und ich weiß nicht, ob ihr die Tragweite versteht, aber man kann doch nicht einer Person, die gerade in der Recovery von einer Essstörung sich befindet, kann man doch nicht, also da kann man doch nicht sagen, das, was du jetzt isst, hast du dir nur verdient, wenn du auch ein hartes Training hinter dir hast oder wenn du halt vorher krank warst oder keine Ahnung. Und dann sagt er auch noch so, diese Riesenportion essen wir jetzt. Das ist eine normale Sushi-Portion, das hätte ich alleine gegessen. Also ganz, ganz schrecklich einfach, wirklich ganz, ganz schrecklich. Und ich finde es so schlimm, dass so viele Leute das unterstützen, aber who am I to judge? Aber ich finde das wirklich ganz, ganz schlimm. Also, ne, sei ja mal so dahingestellt, ob das tatsächlich so ist oder nicht, kann ja sein. Aber halt neben seiner Freundin zu sitzen, die eben damit ein Problem hat, sich selbst einfach Essen zu also einfach zu essen, was ihr gut tut. Und dann halt sowas zu sagen. Oh mein Gott, ganz schlimm, ganz schlimm, ganz schlimm. Naja. Ich krieg einfach immer zu viel Drama mit, ne? Lukas fragt mich auch mal, wie ich das immer alles mitkriege, aber es passiert einfach. Ja, ganz viele Aussagen sind von ihm ganz, ganz schwierig, aber das ist halt sowieso etwas, was ich halt einfach nicht so toll finde, dass man halt, ne, mit diesen ganzen, also ich bin halt einfach auch kein Fan von diesen ganzen More-Produkten. Kann ja sein, dass Leute das toll finden und damit tolle Ergebnisse erzielt haben, aber ich bin halt lieber jemand, der sich einfach ausgewogen ernährt. Deswegen bin ich demgegenüber halt auch schon super kritisch, sag ich mal. Aber diese Aussage, das fand ich einfach so schrecklich. Wirklich ganz, ganz schrecklich. Also vor allem halt, wie gesagt, wenn sie direkt daneben sitzt. Also wenn er das einfach in seine Story gepostet hätte und seine Freundin sieht, das finde ich auch schon schrecklich. Aber dass sie daneben sitzt und sich das anhören muss, das, was du jetzt isst, ist eine absolute Kalorienbombe und eigentlich nicht erlaubt, quasi. Ja, naja. Sushi, ja. Einfach Liebe. Also einfach nur Liebe. Ich finde, ja, egal. So. Wir gucken uns stattdessen jetzt mal dieses tolle Fotostudio an. Stell dir vor, ihr geht Essen bestellt und sobald es ankommt, na, das kannst du jetzt aber nicht essen. Ja, genau. Also auch diese Aussage, dass er so sagt, ja, diese Riesenportion. Ich denke mir so, ey, weil Sushi ist das. Also, Sushi kann man doch so viel essen. Also, ja, egal. Ist ja auch egal.
Aber ich finde das jetzt sehr lustig, dass Stefano jetzt so viele Sushi-Videos hochgeladen hat. Richtig salty. Also normalerweise finde ich ja so Beef unter Ex-Freunden und so immer so, ne, dass ich mir denke, unnötig. Aber das finde ich auf jeden Fall sehr, sehr lustig. Also er hat jetzt dann halt gestern und heute so ganz viele so Sushi-Videos irgendwie hochgeladen, also so Rezepte. Finde ich clever genutzt, die Promo. Ach Jana, süß, dankeschön. So, aber finden wir gut, oder? Genau, Fotostudio ist gut. Carrie kommt mal wieder zurück zum Thema hier. Finden wir super, dann können wir doch hier jetzt ein super Familienshooting machen. Mir fällt aber gerade ein, dass man das, glaube ich, mit Kindern... Ah doch, guck mal, das Kind posiert auch. Gut, dann versuchen wir das doch jetzt mal. Ich trinke einen Schluck, ne? Muss mich kurz abreagieren. Wenn das viel ist, dann esse ich ja immer so viel. Es war halt einfach, also jedes einzelne Wort von dem, was er gesagt hat, war halt einfach grenzwertig. Ja. Das ganze Fitness und Kalorien und Ernährungswahn ist eh gar nicht meins. Bin einfach ein riesiger Foodie und genieße mein Essen einfach. Same. Also ich mache super gerne Sport und so weiter und ich ernähre mich auch super gerne gesund, aber eben einfach aus dem Grund, um meinem Körper was Gutes zu tun. Also nicht, um halt irgendwie eine bestimmte Form zu erreichen oder einen besonderen, also besonders auszusehen oder sowas. Ich habe jetzt zum Beispiel gemerkt, dass meine Hosen alle ein bisschen eng geworden sind. Da habe ich mir auch so gedacht, oh ja, okay. Merkst du auch, dass du halt jetzt entweder halt die Hormone, kann natürlich auch sein, oder weil ich halt nach der OP natürlich 5 Wochen keinen Sport machen konnte. Aber ich habe auch direkt zu Lukas gesagt, dass ich halt mich trotzdem nicht deswegen irgendwie einschränken möchte oder sowas. Also das ist einfach nur, also das habe ich halt jetzt registriert, dass es so ist. Aber ich liebe dafür Essen einfach auch viel zu sehr und ja. Naja. Roxana, Hallöchen. Hab eben Essen über Too Good To Go abgeholt und genieße jetzt den Feierabend mit euch. Wie schön. Was hast du bekommen? Also wo hast du was abgeholt? Super cool. Ess einfach so viel und worauf ich Bock habe. Und so sollte das auch sein. Natürlich ist es wichtig, ne, dass der Körper auch Nährstoffe bekommt und so. Das will ich auch gar nicht sagen. Aber ich finde, alles, was mit irgendwie so Limitieren zu tun hat oder, ne, keine Ahnung, nur ein Shake zum Frühstück oder sowas, finde ich einfach nicht so toll. Aber auch da sagen wir wieder, jeder wie er mag. Essen ist wichtig für die Seele. So ist es nämlich. Also Essen macht auch einfach glücklich. Bei mir auch, seit ich mit meinem Freund zusammen bin, aber das ist auch okay, solange ich glücklich bin. Genau. Und so ist es auch einfach. Also, ja. Ich weiß noch ganz genau, ich weiß, das ist auch ein Trigger-Thema für viele, deswegen, ne, falls ihr mit Thema Abnahme und Zunahme nicht umgehen könnt, vielleicht kommt ihr in 5 Minuten wieder, aber ich möchte ganz kurz was dazu sagen. Nach der Trennung habe ich ja super viel abgenommen. Also radikal viel. Also kilotechnisch gesehen weiß ich jetzt nicht, aber ich habe mich optisch ja sehr verändert. Das wissen wir ja alle, also das ist uns, glaube ich, allen bewusst. Auf jeden Fall haben mir da so viele Leute geschrieben, oh mein Gott, Nina, du siehst so gut aus und, ne, sieht, also wow, und wie hast du es geschafft, so viel abzunehmen, und ach toll, und ey, mir ging es so scheiße in der Zeit. Also mir ging es einfach, also jetzt nicht, weil ich Sport gemacht habe, das war ja mein Ventil, aber ich war einfach, also mir ging es halt einfach schlecht und deswegen habe ich, ne, einfach, also das ist ja einfach, das passiert oft ja nach einer Trennung. Und jetzt bin ich wieder richtig glücklich und das könnte mir das nicht egaler sein, wie man körperlich aussieht. Deswegen will ich das nur ganz kurz sagen, weil ja immer dann, also das ist ja oft so, dass Leute das auch, die aus einer Essstörung kommen oder so, halt erzählen, dass sie halt, während sie die Essstörung hatten, so viele Leute gesagt haben, oh, du siehst so toll aus und wow, ne? Ja, und dann denkt man sich natürlich, ah ja, okay, das ist, so sollte ich aussehen, weil das finden ja alle schön. Und das ist halt absolut überhaupt nicht so. Das, was wichtig ist, dass ihr euch einfach, dass eure Seele, dass es eurer Seele gut geht. Und nicht, dass ihr irgendeinem besonderen optischen Standard entspricht oder keine Ahnung, dass ihr in eine bestimmte Größe passt oder was auch immer.
Also, ja. Jetzt bin ich fertig. Bei einer türkischen Bäckerei habe eine volle Tüte für 3 Euro bekommen. Jetzt habe ich einfach Essen für 2 bis 3 Tage. Cool. Sehr, sehr cool. Super. Genau, Jana. Ich war da auch viel zu dünn. Das ist ja auch das Ding. Ich habe das aber dann auch erst kurz danach gemerkt. Also im Sommer 2022 war ich wirklich, da habe ich das, also ich habe mir dann Bilder von mir einen Monat später oder so angeguckt und habe gesehen, wie knochig mein Dekolleté war. Das war aber auch nichts Bewusstes, ne? Also ich hatte auch keine Essstörung oder sowas, sondern das war einfach, weil es mir mental nicht gut ging und dann passiert das einfach in solchen Stresssituationen. Das kennen, glaube ich, viele, die sowas durchgemacht haben. Aber was ich damit sagen wollte, ist, dass halt so viele gesagt haben, oh krass, wow, ne? Und eigentlich geht es einem mental halt einfach nur super kacke. Und deswegen kann ich aus der Erfahrung heraus sagen, ihr seid nicht glücklich, nur weil ihr einen bestimmten Bodytype habt. Es ist einfach so. Das, was glücklich macht, ist sich, also das zu tun, was einen eben glücklich macht und das zu essen, was einen glücklich macht und sich zu bewegen, weil es einen glücklich macht und Zeit mit den Menschen zu verbringen, die einen glücklich machen und so weiter. Das ist das, was wirklich zählt. Punkt! So. Das war jetzt ein krasses Trigger-Thema, also ich hoffe, es geht jetzt niemandem schlecht. Aber ja, ich habe ja vorher gesagt, Trigger. Also ich hoffe, das war okay. So, wir gehen jetzt schlafen und dann werden wir morgen die Fotos machen. Und dann geht Kenya hoffentlich auch arbeiten. Arbeiten, ja. Und dann haben wir noch mal mehr Geld und dann können wir das Zimmer von Chelsea umbauen. Let's go! Kenne das nur zu gut, das ist die Social-Media-Welt leider. Ja, voll, absolut. Genau, und das ist auch ganz wichtig, schmeiß die Waage aus dem Fenster. Ich habe mich letztes Jahr einmal gewogen und dann gemerkt, oh, du hast ja zugenommen. Und dann ging es mir voll schlecht. Obwohl das so dämlich ist, weil davor ging es mir nicht schlecht. Und jetzt habe ich mir fest gesagt, also wir haben eh keine Waage, aber im Gym steht halt eine Waage und ich habe schon ein paar Mal überlegt, soll ich mich mal draufstellen? Aber nein, ich weiß ganz genau, wenn ich mich auf diese Waage stelle, fühle ich mich schlecht. Und deswegen schmeiß die Waage aus dem Fenster. So. Weil das Wichtige ist, dass ihr euch einfach so in eurem Körper wohlfühlt und nicht, weil irgendwo eine Zahl steht oder was weiß ich. Warum ist dir die ganze Zeit alles... Warum findest du alles kacke, Barbie? Sally, mach's gut, schön, dass du da warst. Guck mal, also es ist, als hätte sie irgendwie was Gammeliges an sich, aber hier ist nichts Gammeliges. Ich glaube, Chelsea braucht nicht mehr ein Monster eingesprüht bekommen. Tommy ist auch schon schlafen gegangen, aber auf dem Sofa. Wir lassen ihn mal ganz kurz... Wie ist das denn passiert? Ja, weil ich unten drunter eine Wand platziert habe. Ist doch ganz klar. Ist doch ganz klar, dass dann da drüber alles ins Haushaltsinventar verschoben wird. Oh mein Gott, ey. Das regt mich so auf, Leute. Das regt mich einfach so auf. Guck mal, hier sind ja noch mehr Sachen. Waren die Sachen nicht hier an der Wand? Oder habe ich die da mal weggemacht? Keine Ahnung. Aber das hier ist jetzt alles auf jeden Fall da reingerutscht. Sims being Sims. Yep. Ich hasse das, wenn Sachen ins Haushaltsinventar glitschen. Hab das zurzeit mit einem begehbaren Kleiderschrank. Oh, Pain. Da hast du bestimmt viele Sachen einzeln platziert, ne? Ich weiß nicht, wo wir dieses Kissen hatten. Ich tue
tue sie jetzt einfach mal hier hin. Ein paar Stifte. Den hatten wir, glaube ich, so ganz klein, aber den brauchen wir jetzt ja nicht unbedingt. Ich glaube, das hatten wir hier so neben. Machen wir so. Hatte das noch nie ja, Glück gehabt. Ich weiß auch nicht ganz genau, woran das liegt, aber manchmal connectet der dann einfach bestimmte Sachen an andere. Also ich weiß auch nicht, warum. Aber ja, manchmal machen die das dann einfach. Hättest du das nicht einfach zurückmachen können? Ja, also wenn du jetzt, also wenn ich jetzt hier auf Dings drücke und dann wieder in den Baumodus, dann ist das ja, also weißt du, dann kann man das ja nicht mehr machen. Es geht ja nur, wenn man im gleichen Run quasi ist. Hatten wir die Pflanze auch in dem Zimmer? Nee, ne? Ach, die stand hier. Ganz klar, dass die auch verschwunden ist. Ist ja logisch. Mira, Hallöchen. Wenn du Ausrufezeichen Musik eingibst, glaube ich, dann kommt das. Ach, das sind die ganzen Sachen aus dem Urlaub. Schön, dass die jetzt auch alle hier im Ding sind. Hatten wir das auf dem Tisch? Boah, was soll's, ne? Wäre es Chelseas Raum gewesen, hätte ich gedacht, das ist ein Zeichen umzubauen. Ja, true. Da hätte es mich auch nicht gestört. Aber das war schon jetzt gerade wieder mal hart vom Spiel. Aber wir haben es wieder hingekriegt, Leute. Everything is fine. Und ich frage mich, warum Tommy auf dem Sofa schläft. Ja, ist schwierig, wenn man kein Bett hat. Saskia, hallöchen. Schön, dass du da bist. Wir sind aus dem Urlaub wieder zurückgekommen. Und haben die Küche umgebaut. Auch Ken gerade ein bisschen Spaß, dann können die noch mal ein bisschen... Oh nee, dem geht's super. Aber Ken, du solltest eigentlich mit dir selber reden, ne? Damit du morgen vielleicht mal befördert wirst. Das fände ich richtig toll. Hab jetzt erstmal Ferien, aber mit Chillen wird da leider nichts, muss für Prüfung lernen. Dann ganz viel Erfolg, Lia. Aber gönn dir trotzdem ein bisschen schöne Dinge, ne? Ist auch ganz wichtig. Stacy, warum kannst du nicht einfach schlafen? Danke. So, nun können wir wieder seine Tradition machen. Wenn er dann debattiert hat, will er danach noch einen Drink. Super, Ken, das machst du richtig toll. Also jetzt gleich müssen wir da nochmal schlafen gehen. 8 Stunden. Aber es wäre so toll, wenn wir das schaffen würden. Komm schon, Ken. Ja, Leute, komm. Doch, das ist jetzt wichtig. So, und ab ins Bett. Ab ins Bett. Let's go! Ken, du Maschine. Ich glaube, Barbie ist wegen den Fröschen in ihrem Inventar schlecht gelaunt, weil sie ja zimperlich ist. Aber würde das auch die... Also ich meine nicht die mit dem Wurm, ne? Die Stimmung, sondern ich meine die andere. Aber wir können die auch mal eigentlich verkaufen, oder? Also... Aus der Zeit sind wir ja jetzt rausgewachsen. Dann können wir das in Chelseas Zimmer investieren. Fiona, hallöchen! Bin heute etwas spät dran. Mein Freund und ich haben unseren ersten gemeinsamen größeren Sommerurlaub gebucht. Ich bin so aufgeregt. Wie cool. Magst du erzählen, wo es hingeht? Ich wünsche euch eine ganz, ganz tolle Zeit. Und ja, der erste richtige Urlaub ist aufregend. Also wir haben jetzt ja auch unseren ersten richtigen Urlaub zusammen, wenn wir nach, also in die Dolomiten fahren. Bisher haben wir ja nur so Kurztrips gemacht. Freue ich mich auch drauf. Deswegen kann ich das sehr gut nachvollziehen. Und Sasi, hallöchen. Stefanie, hallöchen. Schön, dass ihr da seid. Sind deine Kinderhaare eigentlich auch von Nightcrawler? Nee,
Die sind, also von... Mimi, Hilfe. Sonja Sims oder so sind viele. Und, geh mal duschen. Oder geh unten duschen. Wie heißt nochmal? Simiracle, genau. Ja, das ist eigentlich. Die beiden sind, glaube ich, so die Haupt... Creator. Auf dem Regal mit dem... Ah, hier ist schon wieder. Thank you. Ja, vielleicht müssen wir die Slots da mal belegen, damit die da nicht immer was draufstellen. Das hier ist jetzt auch vergammelt. Hatten wir nicht vor, einen Pool zu bauen? Ja, also dann sind wir auf den Whirlpool umgestiegen, aber jetzt ist alles halt so teuer. Ja, dann kannst du jetzt ja noch kurz schnell was essen. Oh mein Gott, das Outfit ist auch so süß. I love it. Oh mein Gott, ihr seid nicht ready für die Annie Legacy. Es war so toll heute. Es war richtig toll. Also diese Mod ist einfach geil. Diese LGBTQ+ Mod. Ist einfach Hammer, wirklich. Ja, Stacy, I know, dir geht's die ganze Zeit schlecht wegen deines Zahns. Aber wenn wir den jetzt rausziehen, geht's ja auch schlecht. Wir versuchen's mal. So, Stacy, du gehst zur Schule. Du auch. Und dir geht's jetzt auch super, ne? Supi. Dann kann es nämlich heute passieren, dass sie wenigstens auch mal zu zwei... Oh Gott. Zu Zweierschülerin wird. Also sie muss sich jetzt echt mal ein bisschen anstrengen. Oh mein Gott, 100 Follower besitzen. Ja, speichert ihr das mal. Das finde ich toll. Und Ken, wann musst du arbeiten? 2 Stunden. Okay. Super. Müssen wir ein bisschen was machen gleich, ne? Cynthia, welcome back. Und Annie, danke für den Lurk. Brauchst du eigentlich noch eine Übersetzung für die LGBTQ+-Mod? Also ich glaube, wenn wir die Story von Ray gespielt haben, dann werde ich die wahrscheinlich rausmachen. Nee, eigentlich nicht. Aber also falls du mir eine anbieten wolltest, dankeschön. Aber ich glaube... Also du kannst die mir gerne mal... Aber eigentlich brauche ich sie nicht. Oh, schick mir die einfach mal auf Discord. Kann man mir... Doch, man kann mir, glaube ich, eine Freundschaftsanfrage schicken, ne? Ich glaube schon. Kannst du gerne mal auf Discord... Oder du schickst sie halt, also wenn du die natürlich... Also du kannst sie auch gerne öffentlich machen. Ich weiß ja nicht, ob es deine ist. Dann kannst du sie natürlich in den offiziellen Channel bei Discord schicken. Um Business zu machen, braucht man ja auch eine Plattform. Also Chelseas Wunsch ist ja schon passend. Ja, also das kann sie schön auch ausleben. Das finde ich super. So, ja, du gehst jetzt auch in die Schule. Ein bisschen schlecht gelaunt, aber das wird schon gleich, ne? Oder? Ah, 3 Stunden. Naja. Ach doch! Oder, nee, doch nicht. Das ist die Go-To-School für die Kids. Ach nee, doch nicht. Okay, wir können doch mit Chelsea zur Schule gehen. Anscheinend. Ja, können wir dann ja mal überlegen. So, und du gehst arbeiten. Aber sowas von, du gehst jetzt auch, also einmal in die Küche, ach, in die Küche, ins Badezimmer, einmal schnell duschen, damit du richtig fresh bist. Genau, schick mir einfach gerne mal eine Anfrage. Sie angenommen. Thank you. Thank you, thank you. Das ist ganz lieb von dir. Vielen Dank. Ja, dann kann ich die mal Deutsch reinmachen, ne? Dann ist das jetzt für die Story da auch ganz cool, weil heute stand da halt auch wieder alles auf Englisch. Das ist ja schon doof. Hast du recht. Thank you. So. Ja, du isst jetzt auch mal hier Reste. Und Josie hat wahrscheinlich auch Hunger. Auf der Toilette ist Müll. Boah, die Schweine. Kein Wunder, dass sie sich die ganze Zeit eklig fühlt. Und Jenna, hallöchen. Schön, dass du da bist.
Ich danke dir. Mal kriegst einen Winky. Vielen Dank, Jana. Ich kann mir mal sagen, wann die nächste Folge von der Annie Legacy kommt. Am Samstag. Morgen kommt eine Creative Sim Challenge. Die ist auch sehr cool geworden. Und am Samstag kommt dann wieder Annie. So, Ken, bist du ready? Let's go. Today is a day. I believe in you. So, und du strengst dich jetzt wieder an. Universitätsvorbereitung. Die anderen können so ein bisschen YOLO machen, ne? Ken muss noch seine Tagesaufgabe erfüllen, um befördert zu werden. Ich glaube, man muss nur... Also das wirkt sich positiv dann auf die Dings aus, oder? Aber ich glaube, das hier sind die Beförderungsaufgaben. Also die müssen erfüllt sein, um befördert zu werden. Aber ich weiß es auch nicht genau. Der sichere Boy, hallöchen. Hast du eine Idee, was man machen kann in Sims, um mehr, wieder mehr Spielspaß zu bekommen? Bei mir ist es immer gleicher Stelle ein Sim, der eine Familie gründet, viel Geld verdient, sein Traum ausbaut und den viel zu reich wird, dass es keinen Spaß mehr macht. Mittlerweile stelle ich mein Geld am Start immer auf Null, damit es länger dauert, aber es ist mir viel zu langweilig. Mimi, magst du einmal meinen... Ich habe eine ganze Playlist dafür. ich habe auf YouTube eine Playlist dafür erstellt mit Videos, die den Sims-Spielspaß wieder besser machen. Die heißt irgendwie so... Also Mimi findest du direkt auf meinem Kanal, wenn du auf meinen Kanal gehst. Kannst du gerne einmal in den Chat schicken. Da gibt es ein paar Tipps von mir, wie ich das Spiel interessanter gestalte. Schon dabei, thank you. Also ich glaube, dass ich da so alle Videos reingemacht habe, die ich bisher zu dem Thema gemacht habe. Komm gleich wieder, die Cannelloni sind fertig. Oh mein Gott, lecker. Och, Cannelloni finde ich so lecker. Guck mal, sie findet ja auch den Müll eklig. Ja, was soll ich denn machen? Okay, jetzt bringt sie ihn raus. Das wäre ja viel zu einfach. Die wird sich gleich reingezogen. Ja, also, ne, das sind auch ganz, also sind ganz kurze, also 10-Minuten Videos oder so. Aber Rags to Riches ist auf jeden Fall auch mein Lieblingsspielstil. Also das ist das mit dem, dass man eben sein Geld auf Null setzt. Ja, ich setze mein Geld jetzt auch auf Null, indem ich die Rechnung bezahle. So ein Scheiß, ehrlich. Wofür lebe ich eigentlich? Ist ja wie im Real Life. Und Valerie, ich kann nicht. Ich habe Stress. So. Mache jetzt sauber hier. Und den Keks machen wir jetzt wieder in den Kühlschrank. Hier gibt es gleich Pfannkuchen. Lecker. Ich benutze auch die Sims 3 Kamera in Sims. Und Jojo, hallöchen. Was soll Ken sagen? Arbeit, Arbeit, Arbeit. Ja, wirklich. Der hat nicht mal was von dem Geld. Aber, also ich meine, der hat ein ganz tolles Büro bekommen. Oh, ich freue mich schon gleich aufs Dings, wenn wir ins Fotostudio gehen. Das wird toll. Aber Barbie isst jetzt erstmal einen Keks. Und dann möchte sie... Nein. Etwas von ausgezeichneter Qualität herstellen. Das ist das Einzige, was sie möchte. Chat. Warum ist Ken traurig? Ja, weil er wieder unerfüllte Träume hat. Der ist ein bisschen... Ken, du sollst dich anstrengen. Warum bist du denn schon wieder am Normal? Nee, es wird hier nicht Trübsal geblasen. Ken, wir brauchen Geld. Welche Stufe bist du? 6, das ist schon echt gut. Danach ist er aussichtsreicher Staatsanwalt. Ja, Krisen-Ken. Das ist passend. Ich tue mal so, als ob ich auch YouTuber wäre. Also bevor ich anfange mit Spielen, sage ich auch so, hallo und herzlich willkommen zurück zu Part. Auch süß, Lia. Ja, aber ich glaube, wenn man halt mehr Hintergedanken in sein Spiel steckt, dann macht das auch langfristiger Spaß. Weil wenn man sich dann halt überlegt... was man quasi erzählen möchte, dann hat man automatisch auch mehr Emotionen in den Sims. Das ist ja auch was, ne, was dann, also wo sich manchmal dann Leute dann so drüber aufregen, ja, ne, dann, du hast das nicht sauber gemacht oder die Bedürfnisse von deinen Sims sind unerfüllt.
Ja, aber man versucht halt auch eine Geschichte zu erzählen. Und wenn man sich halt die ganze Zeit nur um die Bedürfnisse kümmert, dann hat man halt keine Zeit mehr, sich um die Geschichte zu kümmern. So. Und mir ist das halt wichtiger, eine interessante Geschichte zu erzählen, als dass mit meinen Sims gut geht. Spaß natürlich, ne? Das mit dem so tun, als wäre es ein Video, hast du tatsächlich, glaube ich, auch mal in einem Video gesagt, wie Sims mehr Spaß macht. Oh, wirklich? Ich erzähl mir, ich erinnere mich schon gar nicht mehr dran, was ich alles so mache. Ich spiele ganz oft Bücher nach, die ich gelesen habe. Ja, auch voll cool. Guck, ihr habt so coole Ideen. Finde ich super. Ken? Guck mal, Leute. Das wird. Das wird ganz toll. Ich sag euch. Warum ist das... Oh mein Gott. Also das nervt schon mit dem Zimperlich. Also schon... Och, Valerie. Ja, okay, komm, Girl. Wir gehen ins Gym. Lass uns ins Gym gehen. Ich wollte eh jetzt ins Gym. Du kannst mitkommen. Diese Frau macht mich fertig. Mich einfach fertig. Wo hast du die Lilien gefunden? Hallöchen, herzlich willkommen. Die wachsen eigentlich überall. Also es, jetzt, es gibt keinen speziellen Ort. Also ich weiß, wo es... Also wenn du... auf diesem Grundstück hier bist. Hier gibt es ganz viele Lilien. Das weiß ich. Leider kann ich eigentlich nur Sims spielen. Also langfristiger, wenn ich mir Videos oder Streams ansehe, in denen auch Sims gespielt wird. Ja, aber davon profitiere ich ja dann, ne? Nee, da schreiben mir aber ganz, ganz viele, dass sie halt währenddessen auch immer Sims-Videos gucken. Dann gehen wir halt wieder in das Gym hier. Mit Valerie. Das mit den Geschichten erzählen habe ich mir voll bei dir abgeschaut. Es macht so viel mehr Spaß. Habe mir jetzt auch die Challenge gesetzt, die Merkmale durch Zufall zu wählen. Spätestens das dritte muss ich nehmen, weil ich sonst immer nur die gleich nehme. Ja, aber das ist doch voll cool. So hat man dann ja auch langfristig Spaß. Doch, ist doch toll. Also ist doch mega cool. Und Nika, mach's gut. Schön, dass du da warst. Und Lena, Hallöchen. Hanna, Hallöchen. So. Na? Ihr Zuckermäuse, wir gehen jetzt eine Runde aufs Laufband. Irgendwie, wenn ich das zusammen mache, wollen die das immer nicht. So, wir gehen jetzt hier zusammen hin. Valerie? Valerie? Ach so, da kommt sie. Barbie ist schon ready. Hä? Warum kommt sie denn nicht hier hin? Ja. Dann machen wir es halt allein. Achso, die kommen da gar nicht hin. Okay, dann liegt es nicht daran. Ja, dann gibt es heute wieder ein bisschen hier oben Training. Perfektes Gym-Outfit, oder? Aber ich meine, wenn man viel schwitzt, dann ist es anstrengender. Du sollst auch mitmachen. Naja. Währenddessen kann die ja ein bisschen quatschen mit Valerie. Na, was geht so? Wie viele Kinder hast du mittlerweile? Mal kurz nachgucken. Sarah Brown, Leo Brown und Ralf. Der Ralf. Ich bin Ralf und ich bin auch dabei. Oh. Daria, wenn du... Also, warte mal, ich zeig dir das kurz. Du musst das Grundstück... Warte. Also du kannst nicht einfach irgendein Grundstück ändern. Du musst... Wait... Habe ich gerade erschreckt. Plötzlich war da eine Hundefutter an meiner Armlehne. Ich erschrecke mich auch so oft, weil die plötzlich irgendwo drauf schmeckt. Ich hatte jetzt, ich habe ja von Montag auf Dienstag bei meinen Eltern geschlafen. Und ich hatte so Angst, dass Emmy auch... Also ich habe immer Angst, wenn ich woanders schlafe. Also ist halt einfach so. Also ich sehe dann immer Gestalten im Dunkeln und so.
Auf jeden Fall, was ich eigentlich sagen wollte, hatte ich voll Angst, dass Emmy, also die Katze von meinen Eltern, plötzlich auf mich draufspringt, weil dann, ich hätte mich zu Tode erschrocken. Auf jeden Fall musst du dieses Grundstück hier ändern. Das ist die Highschool. Und das musst du ändern. Und wenn du das geändert hast, dann sollte die eigentlich auch erscheinen. Das verstehe ich auch immer noch nicht, warum man nicht das einfach als Grundstücksmerkmal quasi einstellen kann, dass halt ein Grundstück die Highschool ist und das dann halt kommt. Und also warum das dieses feste Grundstück ist. Das kann ich nicht nachvollziehen. Bin ich ehrlich. So, das habe ich schon weggemacht. Ich fahre 6 Tage nach London. Es sind nur noch 3 Tage, bis es losgeht. Wie cool, Elisa. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Und gutes Wetter. Das wünsche ich dir. Guck mal, die Maschine einfach. Fitness hat sie doch bestimmt jetzt auch schon richtig viel, oder? Einfach 7. Und Ken, wie sieht's bei dir? Oh, was ist hier passiert? Stopp. Stacy ist eine Einserschülerin. Nice. Hä? Warum ist da nichts bei ihm? Naja. Streng dich schön an, ne? Schön anstrengen. Finde ich super. Machst du toll. Super macht er das. So, die Kids sind jetzt auch wieder zu Hause. Dann gehen wir jetzt mal wieder zu denen. Kann Chelsea noch, ach, Barbie noch ein bisschen mit ihrer Freundin abhängen. Würde auch so gerne nach London, aber bin ja etwas zu geizig für einen Reisepass. Ja, kann ich verstehen. Ist auch wirklich so teuer. Ich finde es voll krass, dass es so teuer ist, weil man hat ja, also gibt es da Unterstützung für? Weil, also jetzt nicht für den Reisepass, sondern für den Personalausweis. Weil man hat ja eine Personalausweispflicht in Deutschland. Aber es gibt ja viele Menschen, die nicht mal eben, ich glaube, das kostet ja 70 Euro oder sowas, haben. Was, also, gibt es da irgendwie so Unterstützungsgelder, die man beantragen kann? Weil, also ich war geschockt, als ich das, ich musste meinen ja letztes Jahr, ja, letztes Jahr habe ich meinen erneuert. Und ich fand es so krass, als sie dann meinten, ja, also wie gesagt, ich weiß nicht mehr genau, was es kostet, aber irgendwie 70 Euro oder sowas. Da dachte ich mir so, Alter, für ein Dokument, was ich, also wo ich zu verpflichtet bin, dass ich das habe. Also, fand ich schon krass. Nope, gibt's nicht. Arbeite im Einwohnermeldeamt, ist alles in Regelhaft mit drin, also Bürgergeld. Ah, okay, das wird dann da quasi mit reingerechnet. Verstehe. Ich hätte es letztes Jahr machen sollen, bis 24 ist es ja günstiger. Stimmt, stimmt. Mein Perso war während Corona abgelaufen, da ging es dann plötzlich, dass der eine Weile abgelaufen sein darf. Ja, das stimmt. Aber auch so, also meiner war auch letztes Jahr irgendwie 2 Monate oder so abgelaufen. Nee, sogar länger, glaube ich. Ich weiß es nicht mehr. Aber ja, habe ich auch. Also war auch nicht schlimm. Ken, du gehst mir sowas von auf den Sack. Also ich verstehe das ja. Es ist hart im Anwaltsbusiness. Aber du kannst nicht alle 2 Tage Burnout haben. Vor allem nicht, nachdem du gerade im Urlaub warst. Was soll ich machen mit dem Kerl? Er muss gleich mal wieder ein bisschen Sport machen, damit er auch wieder Ausgleich hat. So, und du? Erstmal postest du jetzt kurz was auf Sozialhase. Zack. Warum nicht? Achso, bei ihr ist nichts passiert. Schade. Aber guck mal, sie hat schon 42 Follower. Du Maschine. So, und jetzt soll sie aber mal mit ein paar Gleichgesinnten chatten. Aber ich weiß nicht... Es gibt, glaube ich, nicht für Teenager sowas wie für Kinder, ne? Gibt es irgendwie eine Möglichkeit, so Gleichgesinnte quasi zu finden? Also ja, wir können ja drücken, ne, dass sie in der Schule Freunde finden soll, aber da soll sie sich ja so anstrengen. Dem ist nicht mehr zu helfen, wirklich. Ist der so ein Typ, der Meditation für sich entdecken würde? Ja, ich weiß nicht. Also er macht halt gern Sport, das hilft ihm. Er macht halt zu wenig.
Richtig Spaß macht es, wenn man einen Job hat, bei dem man den Führerschein benötigt und die Geldbörse wird geklaut. Ach du Scheiße. Ja, das ist auch mein größter Albtraum. Tut mir mega leid. Und Juice, Hallöchen, herzlich willkommen. Das ist vom Zusammenwachsen-Pack mit dem Burnout. Also ich soll halt mal Teenager-Freunde finden. Ja, also Teenager meine ich einfach, Carla. Dass sie halt, weil sie hat halt noch gar keine Freunde. Ah doch. Wo kommen die denn her? Ach so, das sind die, die wir früher... Die wir in der Spielhalle da kennengelernt haben. Die sind schon gealtert. Ja, dann plauder doch mal mit denen. Plauder mal mit Joanna und plauder mal mit Laura. Was wollte ich denn gerade nochmal sagen? Ach so, Führerschein. Oh mein Gott, wie teuer ist bitte ein Führerschein? Ich habe letztens einen Radiobeitrag gehört. Da sagen die einfach, der kostet bis zu 4.000 Euro. Oder sogar darüber hinaus. Ich habe ja ein bisschen extra Runden gedreht, weil ich ja durch die Fahrprüfung gefallen bin und so. Und habe an die 2.000 bezahlt und dachte mir damals schon so, oh mein Gott, voll teuer. Also das war für damals viel. Und jetzt kostet er einfach an die 4.000 Euro? What? Ich finde es so krass. Also ich war wirklich schockiert. So, jetzt, wo dabei die Fischis? Hier, ihr geht so tun, als ob. Aber das haben wir doch auch schon gemacht. Ich verstehe nicht, warum das noch nicht erfüllt wurde. Muss ich das alleine machen? Spiel mal alleine Schiffbruch. Bin mir sehr sicher, dass die beiden das schon gespielt haben. 3.500, Alter. Junge. Och, süß. Ja, Tommy kann auch Witze mögen. Er ist ja auch ein kleiner Nerdy. So, wer ruft uns hier an? Ist das unser Zeichen, dass wir sie dann jetzt altern lassen oder sollen wir noch mehr warten? Weil jetzt kommt sie halt vorbei. Katerlöchen, schön, dass du da bist. Good day. Warum bist du so sauer, Eva? Chill mal. Ich hab, aber echt knapp 4.000 gezahlt. Junge. Chelsea! Sag mal, was ist denn jetzt los? Oh mein Gott. Stell das wieder hin. Und tu das in den Müll. Altern? Ja, okay. Ihr seid auch für Altern. Dann machen wir das. Mir geht's sehr gut, Kat. Ich hoffe, dir auch. Dann machen wir das jetzt. Let's go! Man muss beim Führerschein bedenken, dass die Überprüfungsfahrten, die man machen muss, nach der Prüfung ja auch viel kosten, also zumindest bei uns in Österreich. Also bei uns heißt das Pflichtfahrstunden? Also ich weiß nicht, ob das das gleiche ist. Und danach kommt halt die Prüfung. Ich weiß jetzt nicht genau, was du meinst. Also die Prüfung, die praktische Prüfung hat bei mir damals 180 Euro gekostet. Das weiß ich noch, weil ich ja einmal durchgefallen bin und sie deswegen zweimal bezahlen musste. Lina, Hallöchen, herzlich willkommen. Und Fauli, Hallöchen. Habe jetzt Essen und kann nachher wieder Stardew suchten. Mir geht's gut, das klingt so gut. Was gibt's zu essen bei dir? Also, was futterst du? Die und Bettinchen, Hallöchen. Hatte das Glück, dass mein Vater mir den bezahlt hat, aber ich weiß, dass er 1.200 Euro bezahlt hat. Ja, also ich weiß jetzt nicht, wann du deinen Führerschein gemacht hast, aber ich, wie gesagt, war mit meinen 2.000 Euro, also das war schon viel. Und ich meine, das ist jetzt ja auch noch nicht so lange her, 5 Jahre. Vor 5 Jahren habe ich meinen Führerschein, glaube ich, gemacht. Oh mein Gott, Girl. Also braucht noch einen anderen Skin, aber Heidewitzka. Jenny, danke für die 100 Bits. Vielen, vielen Dank. Hier in Österreich muss man circa ein Jahr nach der Prüfung ein Fahrsicherheitstraining machen. Ah, das finde ich aber cool. Das ist ja cool. Also kostet natürlich dann nochmal, das ist natürlich doof. Aber sonst finde ich das super. Und Jule, Hallöchen. Schön, dass du da bist. Wie geht's? Schön, dass du hier bist so. Ich habe für meinen 2012 um die 1.500, 1.600 bezahlt. Ja, das war, glaube ich, so der Richtwert damals. Ich habe meinen Führerschein letztes Jahr gemacht und 2.700 gezahlt, okay. Vor knapp 2 Jahren war ich auch schon bei 3.500. Also ich meine, es macht auch nochmal einen Unterschied, ob man in der Stadt oder auf dem Land einen Führerschein macht. Das macht so einen krassen Unterschied, preislich. Aber crazy.
Das ist ja echt richtig krass. Okay, so, jetzt müssen wir aber hier, ne? Ach, sie hat den Kylie-Skin drauf. Aber ist das ihr, also hat sie da drunter auch, okay, da hat sie auch so einen etwas gräulichen Hautton. Ich glaube, wir geben ihr mal ein ganz kleines bisschen. Warte mal. Nee, das ist die Helligkeit. So. Was hatte sie? Braune Haare hatte sie vorher, ne? Glaube ich. Es geht bergauf. Wie geht's dir? Das ist schön. Mir geht's auch super gut. Also am besten jetzt schon ein Sparkonto für zukünftige Kinder anlegen, weil die in 20 Jahren dann um die 7.000, 8.000 zahlen. Also deswegen gab es ja den Radiobeitrag, weil die nämlich jetzt dann überlegt hatten, dass es halt, ob es halt irgendwie, ob es halt jetzt Möglichkeiten gibt, dass man halt zum Beispiel weniger Fahrstunden oder sowas machen muss, damit der Führerschein dann halt nicht so teuer ist. Ja. Also, wer weiß, was die dann da für Reformen oder sowas machen, keine Ahnung. schon krass. Oh mein Gott, sie ist so hübsch. Und hat sie aber, ich glaube, sie hat noch den... Hier. Okay. Oh mein Gott, dieses Highlight, was ihr mir gezeigt habt, ne? Das ist so toll. Ach, wir sind schon wieder im kalten Outfit. Oh mein Gott, sie ist so schön. Aber ich meinte, das hier, das hat einfach mein Leben verändert. Das ist einfach so schön. Wirklich, das ist besser als alle Sankas im Content. Das macht mein Leben so viel besser. Weniger Fahrstunden finde ich nicht gut, weil die Übung braucht man, das stimmt, ja. Also ich glaube nicht, dass man einen dann ohne, also wenn jemand halt nicht ready ist, einfach auf die Straßen lässt. Aber ja, die haben da halt so Sachen sich überlegt. Hab meinen Führerschein zweimal gezeigt, weil ich zu lange gewartet habe. Ich war so kurz davor, Julie. Bei mir war es auch fast der Fall. Ich habe dann, also ich musste meine Theorie bestehen, weil wenn ich sie nicht bestanden hätte, dann wäre halt genau der Zeitraum abgelaufen, wo halt meine Theoriestunden halt gezählt haben. Und deswegen, als wäre ich durch die Theorieprüfung durchgefallen, hätte ich halt alles nochmal neu machen müssen. Also jetzt nicht die Fahrstunde, also da hatte ich ja noch keine, aber trotzdem. Ich finde die Augenbrauen sehr geil, so buschig. Fand ich aber auch bei meinen irischen Freunden so krass. Die brauchen insgesamt nur so 10 Fahrstunden, weil sie, sobald sie den Führerschein angemeldet sind, schon mit einem Beifahrer mit Führerschein fahren dürfen. Krass. Das ist ja auch heftig. So, meine Liebe, Iva. Was kriegst du für eine Frise? Oh mein Gott. Sie ist so eine süße Maus. Wer bist du, Iva? Wer bist... Oh mein Gott! Aber ich weiß nicht, wohin mit ihr. So finde ich eigentlich auch richtig süß. Oh mein Gott, das sieht alles so süß aus. Hör doch auf. Hör doch auf. Sie sieht mega süß aus, oder? Die Augenbrauen sind leider CC, ist nicht vom Game. Und Carla, mach's gut. Schön, dass du da warst. Wenn man die Möglichkeit hat, finde ich das begleitende Fahren super, weil ich meine Prüfung noch vor dem 17. Geburtstag gemacht habe, konnte ich das ein ganzes Jahr auskosten. Ich finde das auch richtig gut. Also, ja. Ich glaube, mir hätte das auch gut getan, wenn ich noch begleitet gefahren wäre. Aber lange sehen auch geil aus. Aber irgendwie bin ich gewillt, ihr kurze Haare zu geben. Das sieht schon sehr geil aus. Oh mein Gott, das sieht auch so süß aus. Oh. Ja, sie hatte Löckchen, ja. Aber ich meine, sie kann sie auch glätten, ne? Ich fand die irgendwie auch... Ich finde, die haben so ein bisschen so 2000er-Style. Also damit sieht sie so ein bisschen aus, als wäre sie so... Als wäre es halt so 2000. Aber ich glaube, wir nehmen eine von den unten. Also diese hier.
Die fand ich irgendwie super süß. Die vielleicht? Und dann halt irgendwie so ein Braun. Finde ich sehr süß. An Tommys Stelle wäre ich auch verknallt, ja wirklich, ne? Wie schaffst du, dass deine Sims immer so krass aussehen? Die habe ich ja nicht erstellt. Sie war einfach da. Die mit den zwei geflochtenen Strähnen vorne war auch echt cute. Die hier, ne? Das ist halt ein ganz anderer Stil. Ich glaube, ich finde das andere besser, oder? Dana, viel Spaß bei der Fahrschule! Und Enyari, Hallöchen! Schön, dass du da bist. Ich meine die Augen. Ach so, das ist custom Content, die Augen. Ich weiß nur immer nicht, wie die Creatorin heißt, aber die Mimi weiß das. Ich leider nicht. Aber ich bin irgendwie doch, also ich... Ich hänge hier. Ich hänge hier fest. Aber, oder? Nee, die sind zu voluminös. Damit sieht sie irgendwie zu erwachsen aus. Damit auch. Also ich glaube, wir machen das. Ich finde sie so cool so. Oh. Oh. Nee, meine Lashes sind von Miiko. Oder Miiko, keine Ahnung. Ich glaube, die Person meinte die Augen. Die Augen. Ich glaube, die heißen irgendwas mit Elena. Also Elena oder so. Aber ich bin mir auch nicht mehr ganz sicher. Ja, eigentlich finde ich die Hoops auch sehr gut. Die kann sie eigentlich behalten. Hanna, mach's gut. Schön, dass du da warst. Ach so, die Ellen. Ach so, die sind auch von Miiko. Na gut. Ich nehme alles zurück. Gut. Ihr seid die Profis, nicht ich. So. Sollen wir wieder die super coole Hose von InDesign nehmen? Nee, die hat, glaube ich, Chelsea auch schon an, ne? Die ist so geil, Leute. Oh mein Gott. Ich muss sie euch nochmal zeigen, weil die ist einfach so toll. Seid ihr ready? Wartet. Guckt euch an, wie geil diese Hose ist. Also, ne, no offense, Leute. Aber sie hat eine Glutenintoleranz gehabt und hat jetzt keine Glutenintoleranz mehr. Ich finde, das ist einfach, das sieht unnatürlich aus. Also, ne, nichts, dass da was dran schlimm ist. Bitte dreht mir nicht die Worte um, aber ihr wisst, was ich meine. Und sie hat ganz schön, wow, schöne Brüste. Okay, aber wir sexualisieren nicht die Frau, sondern ne, wir geben ihr jetzt schöne Outfits. Ja, wenn wir ihr ein Piercing geben, dann müssen wir die Lashes nochmal ändern. Gucken wir gleich. Ja, also ja. Die Sachen von InDesign sind richtig süß. Ich weiß nicht, was sie so für einen Style hat. Geht sie... Warte, wir müssen kurz klären. Geht sie auf die gleiche Schule wie... Chelsea? Oh Gott. Sorry. Vielleicht ist sie ja eine 2000er-Maus. Ja, dann müssen wir ihr doch die andere Hose, ach, Frisur geben. Gibt auch eine Schlaghose von Highschool-Jahre. Das Vorzeigebild sieht doof aus, so kariert unten. Aber die letzten Swatches sind toll. Deswegen finde ich es immer schön, mit euch zu streamen, weil... Also ich finde es sowieso natürlich toll. Aber ihr verratet mir immer, welches Wort das gut sind. Och. Meine Hose. Frau Infinity. Hm.
kariert und die... Ja, also ich mag die Knöpfe nicht so gerne, aber trotzdem eine coole Hose. Die kenne ich auch mal wieder gar nicht. Woher kommen diese Dinge? Die finde ich auch cool. Ich müsste eigentlich noch lernen, schreibe morgen meine letzte Klausur, aber meine Motivation ist eher so, meh, will aber unbedingt eine gute Note und von nichts kommt nichts. Lari, los jetzt. Mach mal Rambazamba jetzt. Rock'n'Roll. Ich mein's ernst. Ich geb dir sonst einen Timeout. Du kannst auch einen Timeout haben, wenn du willst. Obwohl, du kannst ja auch einen lurken. Trotzdem. Also, los jetzt. Also ich habe gerade gefragt mit dem, ob die auf die gleiche Schule gehen, damit sie halt auch eher so einen Schnöselstil hat. Also nicht, dass alle einen Schnöselstil haben müssten, die auf die gleiche Schule gehen, aber genau. Welche Jahreszeit war? Herbst. Oh mein Gott, ich musste so lachen. Im Umstyling von Chelsea habe ich gesagt, ja, es ist Herbst, darauf müssen wir achten und habe ihr dann wieder halt kurze Outfits gegeben. Und direkt nach dem Stream habe ich Kommentare auf YouTube gelesen und da habe ich genau das Gleiche gemacht und habe das halt dann null beachtet, dass halt Herbst ist und habe denen halt so kurze Outfits gegeben. Das fand ich so lustig. Da habe ich ganz toll gelacht. Auch süß. Irgendwie finde ich die Hose doch nicht so gut, glaube ich. Das finde ich sehr süß. So Kirschis. Auch süß. Lari, ganz, ganz viel Erfolg. Du rockst das. Das wird super. Schön, dass du da warst. Kirschen sind immer gut, oder? Und Desofina, Hallöchen. Und Kali, Hallöchen. Ich sehe bei ihr auch so Kleider mit Pulli drunter. Also zwei oder drei Outfits wie bei Chelsea. Sie ist ja ihre Freundin. Ja, aber irgendwie, also habe ich mir gerade doch gedacht, dass sie vielleicht doch nicht so eine... Also, dass sie doch vielleicht eher einen anderen Stil hat. So ein bisschen. Oh, das sieht auch voll süß aus. Ach, die gute alte Cargo Pants, ne? Aber sieht auch toll aus. Ich glaube, das wird ein Outfit. Eispatschi, danke schön für die 37 Monate. Und Eva, danke noch für die 14 Monate. Vielen, vielen Dank. Und Kari Lotta, Hallöchen. Schön, dass du da bist. Mein Kumpel hat sich mit 1,5 Stunden Verspätung jetzt auch mal auf den Weg gemacht. Dementsprechend bin ich jetzt raus, darf meine Freunde wiedersehen. Schönen Stream euch noch. Dir auch, Miki. Schön, dass du da warst. Und ganz, ganz viel Spaß. Das ist vielleicht ein bisschen... hoch. Vielleicht. Wo sind sie? Es ist Herbst, Nina. Es ist Herbst. Och, guckt mal. Oder wir machen die vielleicht noch so rot, dann findet sich die Kette. I love it. Love it? Nur die Kette nicht. Also wir können ihr so gerne so eine Kette geben, aber die muss dann auch silber sein, weil sie trägt ja. Das ist sehr süß. Das ist sehr süß. Sissa! Hallöchen und danke für 12 Monate schon. Vielen, vielen Dank. Ich danke dir von Herzen.
Hatte letztens richtig hübsche Simmin getroffen, die ich schon voll in mein Spiel eingeplant hatte. Aber irgendwas hat an ihrem Haushalt war verbuggt, also völlig umsonst umgestylt. Oh no. Das ist Pain. So. Ja, ich will jetzt auch nicht zu viel Zeit da reinstecken. Ihr wisst, ich kann mich da drin verlieren. Aber sie ist nur ein Side-Character. Irgendwas Fancyes trägt sie. Es ist zu alt. Also sieht nicht so... Es sind ja Jungspunde hier, die Sims. Die gerade zu Hause rein und mucke mich erstmal in den Lurk. Mach das. Schön, dass du reinschaust. Das finde ich steht ihr sehr gut. Ja, das wird ihr Kleid. Nein, die nimmst du immer, Nina. Nimm die hier. Zack. Okay, und dazu trägt sie jetzt auch noch schöne Ohrringe. Müssen wir nochmal gucken, ob die jetzt auch in ihre Wimpern gehen. Das klingt jetzt erstmal wild. Die vielleicht? Süß. Nee, passt nicht. Okay. Warte mal, da will ich ihr aber auch noch das Highlight geben, weil es ist einfach so hübsch. Da. Ach man, guck doch mal. Das ist einfach nur schön. Okay, hier ist ein bisschen Overload. Ja, okay, beim Schlafen braucht sie eigentlich kein Highlight. Bei Umstyling bin ich immer dabei, also nimm dir gerne Zeit. Na gut. Ich denke mal, dass man das irgendwie nicht sehen will, obwohl ich halt auch gerne Umstylings gucke, aber... Naja. Sie ist wirklich wunderschön, ne? Ich finde sie auch richtig hübsch. Und Köpfchen, na Lilly. Das Highlight ist Base Game, Leute. Das hat ja einfach alles verändert. Einfach nur toll. Also der Tipp wurde mir, glaube ich, im letzten Stream gegeben und das ist einfach Hammer. Das ist einfach nur richtig toll. Okay, warte mal, das haben wir gemacht. Dann gucken wir jetzt mal, wie ihr Sportoutfit aussieht. Gika, hallöchen, schön, dass du da bist. Na? Amaya und Ewa werden dieses Jahr 5. Die alten Säcke. Richtig krass, dass die schon 5 werden. Hey, voll süß irgendwie. Obwohl, sowas zieht man nicht zum Sport an. Wir brauchen Bubi-Support. Nina, nimm mal andere Farbkombis. Du nimmst immer die gleichen. Man entdeckt doch immer was Neues. Ja, es ist wirklich krass. Ich finde das richtig toll. Umstylings sind fast mit das Gemütlichste an Sims. Das stimmt tatsächlich, ja. Weil die sich dabei nicht töten können. Im Normalfall. Guck mal, süß. Matching Outfit für Reformer Pilates. und dazu kriegt sie jetzt diese dunklen Schuhe. Die hier natürlich. Ich habe Katzen, ja. 2 Stück. Wie alt waren die beiden, als sie zu dir gekommen sind? 6 Monate. Waren die kleinen Scheißer. Also die sind beide im Mai geboren. Also Amaya Anfang Mai und Ewa Ende Mai. Und dann sind die Anfang November nach Deutschland gekommen.
Und Mitte November habe ich die adoptiert. Und die sind keine Geschwister, nee. Der Sim ist wunderschön. Wer ist sie denn? Das ist Eva. Das ist die Freundin von Chelsea, also die wir in diesem Spieleland kennengelernt haben. In die Tommy sich ein bisschen verguckt hat. Aha. Und die haben wir jetzt mal gealtert, weil sie gerade vorbeikommen wollte. Und dann haben wir so gedacht, komm, dann altern wir die jetzt mal schnell. Das finde ich irgendwie mal süß. Also niemals würde ich so schlafen, ne? Voll unbequem. Also mit Unterwäsche. Nee, komm, sie trägt so ein Hemd beim Schlafen. Ein Rosa. Ganz wie zu Hause. Also bei Tommy. Oh. Wie riesig ist der Haushalt denn? Merke gerade, ich muss noch ein bisschen was nachschauen. Nee, das ist nicht unsere Family, ne? Das ist, also okay, unsere Family ist fast auch so groß. Also unsere Family besteht aus 5 bzw. 6. Ja, genau, ist nicht unser Haushalt, ja. Bis gerade dachte ich, es handelt sich um Babys. Jetzt weiß ich, dass es nicht nach Babys klingt. Meine Katzen, meinst du? Oder was meintest du? Aber es sind meine Babys. Ach so, das hatte ich doch schon. Ich bin stolze Mutter von 2 Katzen. Ja. Das bin ich. So, was trägt man zum Feiern? Wisst ihr, das ist auch immer so ein bisschen ein Problem für mich. Weil ich weiß im Real Life auch nicht, was man zum Feiern trägt. Ich glaube, sie trägt so eine Jeans. Nee. Sie trägt einen Rock. Einen engen Rock. Was ist das? Kein Rock. Die Hose ist meine Lieblingshose übrigens. Und das Kirsch... Ach, Herzen. Guck mal, das ist ja auch so ein richtiges Clean-Girl-Röckchen. Die Hose. Das ist doch ein... Ah, das ist auch ein bisschen too much. Das ist ein toller Rock. Das ist ein super Rock. Den trägt sie jetzt. Das ist toll. Mein Kater wird im Mai auch 10. Oh, wow. Das geht aber auch so schnell, ne? Ich finde es so krass, wie schnell das geht. Nee. Ist auch voll süß, ne? Aber sieht zu casual aus. Das finde ich auch so geil. Also dieses... Ach, Leute, ich kann es nochmal wieder sagen. Aber dieses Set ist einfach doll. Das Oberteil finde ich auch so süß. Yeah, ay caramba. Irgendwie finde ich es ein bisschen geil. Nee, die braucht was anderes. Das ist es noch nicht. Ist auch nicht. Das maybe. Das könnte was werden. Einfach so mit so einem Leoprint. Ja komm, sie trägt es einfach in schwarz. Pia, hallo. Wie geht's? Na? Ja, das wird's, Leute. Dazu trägt sie so... Sagt ihr Rock? Es ist ihr Rock. Ihr Rock ist auf ihren Stiefeln. Manno! Dann kriegt sie die Barbie-Stiefel. Ja, sieht auch geil aus. Hammer. Okay. Und dann kriegt sie da auch wieder die Kreolen. Das sieht nämlich cool aus. Nadelöchen! Hätte gerne diese Verjüngungshäppchen wie bei Sims in Real Life. Ja, true. Das stimmt. Guck mal. Oh Gott. Beautiful like diamonds in the sky. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Beautiful like diamonds in the sky. Was habe ich denn für süße Bikinis? Das muss ich mir jetzt erstmal alles angucken. Also die Oberteile auch. Eieiei. Aber ich glaube, ich möchte diesen. Das ist ja so süß.
Jetzt weiß ich nur natürlich nicht. Gehört das dazu? Ja. Ich bin einfach ein Profi. Oh, guckt mal. Wow. Das sieht ja so gut aus. Dann. Das ist auch voll das Outfit für Oberteil für Ray. Das muss ich mir merken. Okay, was zieht die Maus an, wenn es warm ist? Du, du, du. Können wir bitte darüber reden, wie schön diese Sim ist ja wirklich. Ich finde sie auch super toll. Das ist irgendwie alles zu warm. Das ist gut. Ich glaube, das würde sie so tragen. In Orange. Nee, in Blau. Süß. Ich komme immer noch nicht drauf klar, dass ich dich gestern im Zug getroffen habe. Hallo Julius. Schön, dass du reinschaust. Ja, das war wirklich schön. Gestern, als ich im Zug saß, habe ich so gelesen. Und auf einmal gucke ich hoch. Dann steht da jemand und fragt, hallo, bist du Nina? Das war richtig süß. Also hat mich mega gefreut. Und ich hoffe, du hast eine schöne Zeit in Berlin. Ich finde das einfach immer so toll, euch zu treffen. Also es klingt immer so, also ich meine, das sagen immer alle Influencer, aber es ist wirklich toll. Ach, die Hose ist ja geil. Ricarda, Hallöchen. Na, wie geht's? Oh, das ist ja ein geiler Rock. Der ist ja sehr geil. Ich finde nur, das Oberteil passt nicht dazu. Emma, Hallöchen. Schön, dass du da bist. Boah, das passt ja also von der Länge voll gut. Ach, das ist auch total süß, das Oberteil. Aber ich glaube, wir brauchen jetzt hier einfach so... Nee. 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 Der Sim ist die beste Freundin von Chelsea. Das könnte gehen. Das finde ich schon sehr süß. Ja, Girl, du musst da jetzt durch. Du musst das jetzt tragen. Nee. Dazu braucht sie jetzt coole Schuhe, also Sneaker, um das wieder ein bisschen zu setteln. Traumhaft. Shalom, mach's gut. Als du Alex Meyer umgestylt hast, habe ich mich in den Pulli von Ellie Simple verliebt und habe da direkt was Sisi geschafft. Sehr schöne Sachen. Ja, voll. That. Oh mein Gott, danke übrigens fürs Feedback zum See the World Finale. Ich hätte irgendwie nicht damit gerechnet. Also ich war nicht so zu... Also, was heißt, ich war nicht zufrieden. Ich habe nach dem Finale so gedacht, oh, hoffentlich hat es denen auch gefallen. Also das ist halt so ein... Wie nennt man das nochmal? So ein... Oh, wie nennt man das denn nochmal? Ehrenbürtig... Wie heißt das Wort nochmal? Dass es halt dem gerecht wurde. Wie heißt das nochmal? Ich brauche das Wort schnell. Susi, hallöchen, herzlich willkommen. Vielen Dank für die lieben Worte. Ebenbürtig.
Das meinte ich. Das ist halt so, weißt du, dem einfach gerecht wird, was diese Legacy halt ausgemacht hat. Und dann habe ich die ganzen Kommentare gelesen und dachte mir so, oh mein Gott, schön, dass das irgendwie angekommen ist. Und ja, ich fand es doch nicht so gut, Leute, mit dem Rock. Ich muss nochmal gucken. Ja, also hat mich auf jeden Fall mega dolle gefreut, dass es euch so gut gefallen hat. Oh, das ist ein süßes Outfit. Und da hat sie mir, ja doch, machen wir einfach so. Also Susi, freut mich voll, dass du da bist und vielen Dank. Ja, ja, das war auf jeden Fall sehr, sehr, sehr schön, dass ihr das alle so gefeiert habt. Und eure ganzen Kommentare dazu zu lesen, einfach nur schön. Was ich auch schön finde, sind die Wimpern da in der Brille. Okay, es gibt leider doch keine Brille für dich. So. Und dann noch ein kaltes Wetter. Und dann sind wir fertig. Dann sind wir durch. Das finde ich ja sehr geil, das Outfit, ne? Ich weiß nicht, ob das ein Teenie... Ich weiß gerade nicht mehr, welches Outfit Chelsea hat. Ich will ihr natürlich nicht das gleiche geben. Ich finde leider, dass es für Teenager nicht so viele coole kalte Wetteroptionen gibt. Ich fand es sehr schön, dass Crystals Baby dann Ethan genannt wurde. Ab dem Moment war ich nur mehr am Weinen. Oh Mann, schön. Das freut mich voll, dass das, ja, dass ihr das mochtet. Also ich will natürlich jetzt ja auch nicht zu viel spoilern für die, die das noch vor sich haben. Das ist auch eine sehr geile Jacke. Ich glaube, die kriegt sie jetzt mal. Ja, aber es hat mich einfach sehr doll gefreut. Geil. Geiles Outfit. Geil, geil, geil. Okay. Und dazu kriegt sie jetzt, glaube ich, noch so Chunky Boots. Geiles Outfit. Oh, I love it. Und dann jetzt nochmal so... Hups. Hammer. Okay, Eva ist fertig. Ihr fehlt noch ein Merkmal, sehe ich gerade. Genie... Ich mach mal einmal zufällig und dann suche ich mir eins aus. Nee, will ich weiß nicht. Mal keine Kinder. Oder habt ihr eine Idee, was wir ihr geben sollen? Und auch welches Bestreben sie bekommen soll? Genie hatte sie. Ist ja auch so süß, ne? Weil Tommy ist ja ein Nerd und dann, ach, ist das einfach schön. Franz Hallöchen oder Franzi Hallöchen. Good day. Das Ende war der Legacy würdig. Ich hab's echt geliebt. Vermisse die Familie jetzt schon. Das freut mich ganz doll. Cool. Ich fand den Abschluss passend und drohend. Es war auch wirklich Zeit. Ich glaube, noch eine Generation mehr wäre in dem Let's Play nicht gut geworden. Auch als Zuschauer waren die Bugs schon erwähnt. Ja, eben. Also ich habe ja auch in dem Video schon erwähnt, dass Anna halt schon viel immer rausschneidet, weil ich das halt für den Spielfluss doof finde. Und man hat in den Videos gar nicht gesehen, wie oft ich eigentlich zum Beispiel auf ein Grundstück gegangen bin und dann hat da irgendwas nicht funktioniert, dann bin ich woanders hingegangen oder so. Ja, das war halt echt doof. Kimski, Hallöchen. Schön, dass du da bist. Also ich meine, zum Gamer gehört eigentlich ein Bücherwurm. Und das passt ja auch zu der Elite-Schule und so, ne? Ja, ja, wird sie. Super. Und du willst dann nämlich auch, obwohl, nee, die Eltern wollen, also sie soll schon, ne? Hier, sie hat Ambitionen. Sie möchte gerne... Sie möchte Archäologie studieren. Ja, das ist ihr Ding. Toll! Schön. Sarah, Hallöchen. Schön, dass du da bist. Schön, dass du da bist. Jetzt trinke ich einen Schluck. Langsam kriege ich Hunger. Oh mein Gott, wenn ich jetzt schon an die Burger denke. Ich kann nicht mehr. Die sind einfach so lecky. Vom Lucky Life. Was war das für ein Geräusch? Hallo?
Also, das habe ich mir schon gedacht, dass wir nicht zu Hause sind. Aber ich möchte bitte zu Chelsea. Freue mich immer so sehr, wenn ein neues Video kommt. Ich hätte am liebsten jeden Tag eins oder zwei. Ja, aber ich bin jetzt echt happy mit der Umstellung auf 3 Videos. Also scheint auch für viele halt gut zu sein so. Also ich kriege auch viele Nachrichten, dass sie halt jetzt so langsam wieder up to date werden und sowas. Und das ist ja auch voll cool. Und ich glaube auch, dass es für viele jetzt cool ist, dass ich halt jetzt beide Let's Plays, also dass jetzt bei beiden Let's Plays quasi ein Neuanfang ist. Also so bei der Annie Legacy sind wir jetzt ja mit der Legacy durch und dann startet halt die Rapunzel Legacy. Und das halt bei der also quasi anstatt dass der Lower Legacy dann jetzt auch ein komplett neues Let's Play startet. Also wer es noch nicht mitbekommen hat, wahrscheinlich mache ich die Become Human Challenge. Also nachdem wir dann jetzt Temptation Island gemacht haben. Und ja, da freue ich mich schon sehr, sehr doll drauf. Nee, ich nutze den Ring nicht mehr, Jackie. Aber ich möchte natürlich jetzt auch nicht komplett hier über meine Verhütung reden. Ne? Also ich habe euch natürlich gerne davon erzählt, was ich so nutze, aber so komplett will ich das dann auch nicht offenlegen. Also ich nutze auf jeden Fall nicht mehr den Ring. Ins Fotostudio müssen wir, stimmt, ihr habt recht. Und wir müssen noch das Zimmer umgestalten. Aber erstmal möchte ich jetzt mal ganz kurz... Ach, oh mein Gott. Look at this girl. Oh mein Gott. Traumhaft. Was machst du hier, Valerie? Du warst doch eigentlich mit Barbie im Gym. Ach nee, das ist Chelsea. Ich dachte gerade schon, ich habe irgendwie gedacht, wir wären im Charakter von Eva. So, sie beschwert sich jetzt mal kurz. Sie wütet und tobt jetzt einfach mal kurz. Und Larissa, Hallöchen. Ja, reagiert euch mal beide ab. Guck mal. Weil beide wütend sind. Ja. Sonne mich. So, und jetzt, warum schläfst du, Tommy? Warum bist du denn müde? Naja. Machen wir mal unsere Hausaufgaben. Können wir die auch zusammen mit Dings machen? Nee, wahrscheinlich nicht, ne? Tut mir leid, dass du jetzt extra vorbeigekommen bist, Eva, aber ich muss Hausaufgaben machen, weil ich bin eine gute Schülerin. Tut mir leid für die Unannehmlichkeit. Nee, alles gut. Aber... Also, ich wurde zum Beispiel auch gefragt nach meiner OP, ob ich mal die Narben zeigen kann. Und meine Narben sind halt in meinem Intimbereich quasi. Also, es gibt halt auch Grenzen irgendwo. Also, ich teile ja voll viel gerne mit euch, aber es gibt halt auch Sachen, die sind einfach privat, ne? Aber alles gut natürlich. Und Jani, lass es dir schmecken. Wenn sie in der Runde sind, kann man Hausaufgaben machen. Okay, warte mal, ich probiere es mal. Oh. Oh. Eva brüllt uns an. Also ich verstehe schon, warum die beiden sich gut verstehen. Die haben anscheinend das gleiche Temperament. Oh. Ja gut. Wollen wir denn jetzt Hausaufgaben machen oder was? Oh, Ken. Okay, Ken braucht eine Pause. Ken, geh mal joggen. Geh mir nicht auf den Keks. Ich liebe dich, Ken. Ich liebe dich, wirklich. Aber du stresst mich. Geknüpft, Hallöchen. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Ja, guck, das ist jetzt nämlich eine Pause für dich. Guck mal. Nee. Schade. Naja, soll's. Ah. Wo geht ihr denn jetzt hin? Um Hausaufgaben zu machen? Okay, also Eva hat irgendwie keinen Bock mit Chelsea Hausaufgaben zu machen. Tommy geht jetzt nochmal zu ihr hin und sagt so, das ist mein Computer und weißt du, wenn ich hier an den Computer gehe, dann, wenn ich mein Spiel, wenn ich LOL spiele, dann nehme ich am besten die Offensive ein, weil das ist meine Lieblingsposition. Ich habe keine Ahnung von LOL. Aber wisst ihr, er ist halt so ein bisschen komisch zu ihr. So, dieser awkward first love quasi. Oh mein Gott, guck hier! Das ist genau das, was ich wollte. Okay, Tommy, geh weg jetzt da. Warte, was brauchst du nochmal? Ach, du brauchst mit Erwachsenen, musst du lesen, ne?
Ja, guck mal, dann geh doch nochmal mit deiner Schwester hier spielen, weil das hat sich ja anscheinend bei ihr immer noch nicht erfüllt, oder? Warum nicht? Das ist bei mir irgendwie so verbuggt in jedem Spielstand, dass sich das irgendwie nicht erfüllt. Ich spiele mal Haus jetzt nochmal. Raus, ab ins Baumhaus. Die, 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 die. Kathi, Hallöchen. Wollte nur wissen, ob der Ring trotzdem noch funktioniert. Naja, also das ist ja ein anderes Hormon. Also wahrscheinlich warst du vorher noch nicht da, als ich darüber gesprochen habe. Also ein Dinogest, was ich jetzt nehme, ist ja Gestagen enthalten und eben nicht Östrogen. Und der Ring beinhaltet meines Wissens nach zumindest ja Östrogene. Und ja, also das wäre wie wenn du zusätzlich noch die Antibabypille nimmst, zu Dino gehst. Also es ist halt einfach, ja, nicht möglich. Also zumindest meines Wissens nach, keine Ahnung. Aber sowas fragt ihr bitte immer eure Gynäkologen. Also ich bin kein Profi, ne? Guckt euch das an. Warum wird das nicht erfüllt? Ich will nicht immer alles mit UI machen. Das ist ja ganz dolle gemein. So, Ken, du musst ja jetzt noch hier eine Rechtsvertretung anbieten. Ruf mal hier deinen tollen Freund an. Chris, komm mal vorbei, bitte. Aber wir müssen noch ins Fotostudio. Jetzt habe ich schon wieder fast vergessen. Oh, jetzt ruft noch eine Freundin. Heute Abend wird sonst niemand zu Hause sein. Lass uns chillen. Sorry, wir haben keine Zeit. Wir müssen ins Fotostudio. Nina, die Gynäkologin. Ja, das bin ich. Ich bin ja heute wieder alles. Hier habe ich das platziert. Das Baumhaus kommt mit Zusammenwachsen. Das lohnt sich auch wirklich sehr, das Pack. Das ist echt cool. So, ganze Family bitte. Ihr seid alle herzlich eingeladen. Wir machen heute Familienfotos. Obwohl, eigentlich wollten wir ja da Fotos von den Kids reinmachen, ne? Oder? Wie viele Bilder waren da? Also, was hatten wir für einen Bilderrahmen da aufgehangen? Wir machen einfach alles. So. Also, Damen und Herren, lasst uns nun Fotos machen. Warte mal. Ich will mal kurz machen, gucken, was es alles so gibt. Was ist draußen? Das ist schon süß, ne? Ich glaube, so machen wir das. Und dann Ken macht die Fotos. Eva ist auch mitgekommen. Ja, ist auch Teil der Family quasi. Drei kleine habe ich nämlich auch irgendwie. Für jedes Kind ein Foto. Und ein großes. Haben wir da den gleichen hingehangen, den ich in der Annie Legacy unten habe? Wenn der Rahmen von Zusammenwachsen ist, braucht man auch die richtige Bildgröße. Das heißt, drei kleine und ein mittleres. Wie geht das? Okay. Also kann man das nachträglich noch? Ich habe das noch nie gemacht mit den Bildern. Wir machen jetzt, wir probieren es jetzt mal mit Tommy. Tommy macht jetzt mal ein Bild. Och! Ah, okay, ja, hier. Okay, also das heißt, drei kleine machen wir. Oh mein Gott, Tommy. Aber die sind so, oder? Die Bilder? Oder sind die im Querformat? Ich weiß es gerade nicht. Nein? Okay. Ach, toll. Ach, Tommy, du süße Maus. Kann man bei ihm keine Pose ändern? Anscheinend nicht. Naja, ich mach mal 5 Sicherheitsbilder, ne? Okay, so. Nächste bitte. Och, das ist ja so toll. Stacy? Tommy, du bist entlassen. Deine Zeit als Model ist vorbei.
Stacy? Jeder glaubt, keiner weiß. Keiner will was Falsches sagen. So eine süße Idee mit dem Fotostudio. Ich lieb's. Oh mein Gott, das ist so toll, dass sie auch noch so, halt so gut da steht. Okay, so. Hallo? Nein. Warum kann ich das jetzt nicht mehr... Ah. Falls wieder irgendwo Fingerabdrücke drauf sind. So. Stacy, bitte verlass den Raum. Einmal Chelsea an die Information, bitte. Das ist so schön. Wie die Pose einfach perfekt zum Charakter passt. Voll. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist ja sowas von on brand. Oh mein Gott, ich kann nicht mehr. Björni, kannst du es fassen? Es ist so geil. Björni, hallo. Oh mein Gott, das ist so toll. Zack, 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 zack. So. Und jetzt, stopp. Gruppenfoto. Kann man nicht alle machen? Oh, das ist ja blöd. Das heißt, ich kann jetzt entweder mit den Kindern oder den Erwachsenen machen. Julia! Hallöchen. Schön, dass du da bist. Ach, das ist ja jetzt... dann machen wir in das große Bild einfach ein Bild von Barbie hin, oder? Ja, aber mit Kindern kann ich ja Chelsea nicht dabei machen. Oh ja, von Barbie und Ken, das ist eine ganz tolle Idee. Oh mein Gott, ihr seid so clever. Okay, Chelsea, du machst ein Foto von Barbie und Ken. Oh mein Gott. Oh nee, Barbie, 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 Barbie. Also ich liebe natürlich deine Sportkleidung, aber wir ziehen das an. Warum kann ich hier nicht die Pose ändern? Ich möchte das doch nicht. Macht eine andere Pose. Über die Kamera. Was meint, also was genau meinst du jetzt, was über die Kamera geht? Weil das ist ja das einzeln. Achso, übers Handy. Ich meinte aber, dass die halt da auch, also ich wünschte, dass man halt hier auch die Posen ändern kann, wisst ihr? Wie man das halt beim Handy machen kann. Wenn ich auf Foto machen von drücke, dann macht er ja von den Personen einzeln. Ja, genau, mache ich die mittlere Größe. Aber ich finde das immer noch nicht passend. Stefan, hallöchen. Schön, dass du da bist. Nochmal. Oh, Dana, hallöchen. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Und Katja, hallöchen. Ich lasse die sich im Rahmen küssen und dann mache ich mit dem Handy ein Foto. Das ist natürlich auch sehr süß. Ist das dann auch die richtige? Ach, da kann man es wahrscheinlich auch einstellen, ne? Das probieren wir jetzt. Leute, das machen wir jetzt. Pass auf. Wir schaffen das. Also. Du? Ja, wir dürfen die Kamera halt jetzt nicht im Bild haben, ne? Das heißt, wir müssen uns ja irgendwie hier hinstellen. So, geh dahin. So. Weiß nicht, ob es klappt.
Okay. Ah, warte, scheiße. Ich hab vergessen zu drücken, dass ich ein Foto machen soll. No! Es ist so früh. No, no, stopp, stopp, stopp. Küsst euch weiter. Aber die müssen andersrum stehen. Ja, vielleicht ist auch so ein... Warte mal. Ah, wäre Barbie jetzt schwanger, dann könnten wir diese Belly-Hack machen. Das sieht doch immer so süß aus. Wofür habe ich denn die Pose-Mod? Wait. Hört doch auf jetzt. Jetzt machen wir es richtig, Leute. Jetzt machen wir es richtig. Keine Ahnung, wie der Cheat heißt. Full Edit Mode. Nee. Enable Free Build. So. Hallo? Warum geht das nicht? Warum? Warum geht das nicht, Leute? Nathalie, hallöchen, herzlich willkommen. Julina, hallöchen. Warum will es nicht? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Also, da steht doch, dass es enabled ist. Hilfe. Ja, aber eigentlich muss ich auch nicht Testing-Cheats vorher angeben. Also das habe ich eigentlich über MC Command voreingestellt. Hä? Also das Spiel ist heute wieder nicht auf meiner Seite, ich sage es euch. Tiana, bitte helfen Sie mir. Ja, aber das ist süß. So süß. So süß. Chelsea. Foto. Chelsea, mach ein Foto. Jetzt. Du hast 3 Sekunden. Oh mein Gott. Okay, wir machen das nochmal. Das muss jetzt perfektes Timing sein. Wenn die auseinandergehen. Stirbt gerade jemand? Ja, das ist natürlich, das kann natürlich sein. Warte mal, steht da was? Nee. Ja, komm, wartet. Dann machen wir das jetzt. Wir dribbeln jetzt komplett das System. Wir machen jetzt über Welten verwalten da 2 Teleporter hin. Und dann machen wir ein Bild da. Eine Pose. Hallo, können Sie bitte wann anders sterben? Bitte jetzt nicht. Mit dem Handy kann man die Größe vom Foto nicht einstellen. Ach so, okay. Dann machen wir jetzt mit der Kamera. Zack. Gibt dafür auf eine andere Art... andere Mod, so eine Kameramod. Ja, es haben ja auch schon voll viele geschrieben, aber ich versuche ja immer nicht mein Spiel mit, also ich versuche ja so wenig Mods wie möglich in mein Spiel zu machen. Also, ist ja so, ohne die ich nicht leben kann. Naja. Ihr wisst schon. Celine, danke für die 24 Monate schon. Mensch. Vielen, vielen Dank. So. Jetzt geht's los. Jedes Mal, wenn ich dir beim Sims-Spielen zuschaue, will ich es auch wieder spielen. Ich glaube, das ist so ein Phänomen, ne? Das hat Blackhead gestern auch geschrieben. Also ich habe das auch, wenn ich, zum Beispiel gestern habe ich ja bei Lukas zugeguckt, wie er Minecraft gespielt hat. Dreck Bock auf Minecraft. Aber wenn man einen Fotografen hat, braucht man die Mod-Kamera nicht. Ah, okay. Verstehe. Das ist nur, damit man quasi so selbstauslösermäßig das machen kann. Aber das ist so schön, dass, also eigentlich müssen wir das viel öfter machen mit den Fotos. Also wir haben das ja mal so ein bisschen gemacht mit der White Family ganz am Anfang, dass Snow die gemalt hat. Das fand ich auch richtig sweet. So. Ja, oh mein Gott, wer ist Dylan?
Aber süß. So, ihr Lieben. Jetzt geht's hier richtig los. Was machen wir für eine Pose da rein? Ich habe eine Menge Posen, wie ihr seht. Aber ich glaube, wir nehmen eine von Starry Sims. Die sind nämlich die liebsten. Ne, da sitzen die, glaube ich. Oh, ne. Die. Ach, das ist eine Animation? Egal. Wir gucken mal. Seid ready. Ich glaube, ich habe so drei Prospects. Ja, aber also ich brauche die ja auch mal für meine Thumbnails. Sina, wo kommst du eigentlich her? Hallo! Und Annierlich. Schön, dass du da bist. So, da können wir uns jetzt auch schön Zeit lassen, weil die bleiben dann nämlich so stehen. Barbie, wo bist du? Wo seid ihr? Was macht ihr? Mein Gott, kann eigentlich irgendwas heute funktionieren? Okay, wir brauchen eine andere Pose. Weil die ist irgendwie out of this world. Nee, das liegt tatsächlich an der Pose. Das ist ausnahmsweise aber nicht das Spiel schuld. Es ist einfach belastend. Das ist doch ein tolles Foto. Ja, ist auch ein schöner Baum einfach, ne? Whisper. Okay, da braucht man ein Fahrrad. Romantic Chats. Da sitzen die auf dem Boden. Was habe ich denn? Ich habe noch irgendwie so eine Kappel. Oder Hochzeit. Oh, Classic Couple Po. Ja, Leute, jetzt geht's los. Aber wir machen nicht All in One, weil das ist mir immer zu stressig. Pose 3. Pose 4. Pose 5. So, jetzt Ken. Das Fliegen ist auch perfekt fürs Foto. Ach, das ist einfach nur toll. So. M. Es kann natürlich sein, dass sie sich da jetzt auch nochmal woanders hindrehen. Das sehen wir jetzt gleich. Hört auf zu fliegen, bitte. Danke. Zeig mal. Oh, ja. Das, so wollte ich das. Toll. Okay. Chelsea, please make the photo. Kann man jetzt auch einfach ein Foto machen? Nee, kann man wieder mal nicht. Oh, was mache ich jetzt? Mit dem Handy kann ich es sicher nicht einstellen, Leute. Ihr sagt jetzt, ich brauche... Kann ich das über den Geschenkestore kaufen? Aber kann ich das am Handy machen? Wo geht das? Hallo, bitte helfen Sie mir, ich bin in Gefahr. Okay, die gibt es eine bessere? Nina, wir haben kein Geld. Okay, never mind. Oh mein Gott, die kostet 2000 Simoleons. Ich kann keine 2000 Simoleons kaufen, bezahlen. Ganz oben. Oh. Nevermind. Nehmen wir aber die beste wegen Zoom. Oh. Tiana, hallo. Wo kommst du denn her? Die verkaufe ich nachher einfach wieder. Okay. Ihr sagt das, ne? Es war ja nicht meine Schuld. Das ist eindeutig wieder das Spiel schuld. Okay, Chelsea, stell dich hier hin. Die Cam vom Fotostudio stimmt. Nee, noch ein Stück. Hier hin. Chelsea. Mach, hier. Chelsea. Ja, so ist okay. Ken und Barbie stehen da so. Hallo? Macht jetzt mal bitte einer das Foto. Oh. Das ist ja toll.
Achso, das dreht sich nur so rum. Okay. Ich bin glücklich, Leute. Ich bin sehr glücklich. Aber ich möchte trotzdem nochmal die anderen Posen sehen. Chelsea, bleib stehen. Du bleib stehen. Hör auf zu heulen. Mami und Daddy müssen jetzt hier mal schöne Posen machen. Oh, auch geil. Wollen wir davon auch noch ein Foto? Was hat sie denn jetzt? Sollte ich nachsichtiger... Ach, hör auf. Wir brauchen ein schönes Bild, Barbie. Da muss man jetzt nicht drüber nachdenken, ob man nachsichtiger sein muss. Sollen wir das auch noch fotografieren? Schon auch geil, ne? Chelsea, komm. Mach jetzt. Du willst doch hier immer Instagram-Fotos machen. Ja, wir stehen ein bisschen zu weit drüben, ne? Die gucken ein bisschen zu weit darüber. Chelsea, es tut mir leid. Du musst noch... Du musst... Also, die gucken ja ungefähr hierhin. Ich will nicht auf das Fotostudio. Geh mal dahin. Geh mal jetzt hier so ein Stück hin. Ja, okay. Das ist gut. Das ist gut, Chelsea. Bleib stehen. Mira, hallöchen. Schön, dass du da bist. Ja, guck mal. Oh mein Gott. Hier ist die Kamera, Barbie. Hier ist die Kamera. Oh mein Gott. Toll. Ich bin sehr glücklich, falls ihr das noch nicht merkt. Geska, hallöchen. Oh Gott. So, stopp. Keiner bewegt sich. Ja, okay, das brauchen wir nicht. Na, ich glaube, das, was wir gerade gemacht haben, war schon sehr geil. Oh, auch. Also, wow, Barbie. Amazing. Work it. Kennt es aber auch ein Schnucki? Ach, sie sind einfach Hammer, oder? Und haben alle Bilder ins Werk drauf. Also dann gibt es hier richtig Kasala. Ja, ich glaube, die sind schon ganz gut, oder? So, zeig mal deine Bilder. Ja, sind halt wieder 5 Millionen Fingerabdrücke drauf. Aber ich glaube, das ist schon gut. Okay, Kinder, wir können nach Hause. Haben wir alles? Wir haben alles, ne? Dann gehen wir nach Hause. Toll war's. Schönes Shooting hatten wir. Och, das war ja super, Leute. Das war richtig toll. Hast du die Bilder von den Kids nicht in einem anderen Format gemacht? Ja, müssen die auch. Also wir haben drei kleine Bilder und ein mittleres. Also hoffentlich. Wir waren uns alle nicht ganz sicher. Oh Mann, ich freue mich, Leute. Iva, du gehst jetzt weg. Ist das eine Mod mit den Posen? Ja, das ist der Postplayer. Also dazu braucht man den Postplayer. Ein Freundinnenfoto wäre auch toll mit Iva und Chelsea. Das ist jetzt leider zu spät. Aber man muss das eigentlich viel öfter machen, ne? Auch die Selfies und sowas. Also das, irgendwie mache ich das mal viel zu wenig. Auch jetzt bei dem Rückblick fand ich das voll süß, die Bilder zu haben, die Crystal mit Louis und so gemacht hat. Das fand ich voll sweet. Okay, so. Okay. Leute, beruhigt euch. Alles wird gut. Wir machen extra jedes Licht an. Ich nehme mal das letzte. Wie geht denn das? Chelsea, du bist gefeuert. Du bist sowas von gefeuert. Okay, das geht. Das muss ein großes sein. Oh no. Tja! Ladies and Gentlemen, da müssen wir wohl noch mal ran. Guck mal, Qualität hervorragend. Oh mein Gott. Oh, ist das toll. Wir nehmen erstmal, genau, wir nehmen die mit der besten Qualität. Gibt es auch von Tommy eins mit einer guten Qualität? Ist das Tommy? Nee. Das ist Tommy. Das ist ja sowas von schön. Oh mein Gott. Okay,
Die Kids bleiben hier, weil die haben ja morgen Schule. Chelsea, du musst leider... Chelsea ist mega abgefuckt, sie hasst alles. Du musst leider nochmal mitkommen. Wir müssen nochmal los. Tut mir sehr leid, auch dass wir das jetzt nochmal erleben müssen, aber ist jetzt halt so. Ne? Wenn wir Glück haben, geht das jetzt sogar auch ohne, dass wir nochmal in den Dings-Modus müssen. Also, dass wir hier das direkt kaufen können. Zölli, hallo! Zölli, wir haben wie immer Probleme. Ich kriege immer endgültigen Ausraster, wenn die scheiß Gartenzwerge immer das Foto crashen. Vor allem sieht man das ja auf den, also man sieht ja den Fingerabdruck, aber halt diesen Zwerg sieht man immer nicht. Okay, das scheint immer noch nicht geklappt zu haben. Ich guck mal trotzdem, ob die letztendlich... Warum geht das nicht? Versteh es nicht. Wäre auch cool, wenn Chelsea lauter Schnappschüsse an der Wand hängen hätte. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass sie das auch noch vielleicht so ein bisschen hobbymäßig macht, weil sie macht ja auch so ein bisschen Social Media, dass sie vielleicht so, keine Ahnung. Ich fände es irgendwie lustig, wenn halt man von ihr dann immer so Outfit-Bilder macht. Das ist schon auch sehr geil, oder? Und dann hängt sie so ihre Outfit-Bilder an die Wand. La 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 la. Aber das ist ja einfach nur super. Das, ach mein Gott. Hätten wir das mal früher in der Rapunzel Legacy gemacht. Da 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 da. Teleporter. Sim-Session, Hallöchen. Was haben wir denn heute gemacht? Irgendwie haben wir dann nur so ein bisschen rumgedümpelt. Wir haben umgestylt. Wir haben Eva umgestylt. Einfach gelebt. Just living the life of the Barbie. Alles für das perfekte Bild und wenn ein ganzer Sims-Tag vergeht. Ja, also ist ja auch nicht unsere Schuld, würde ich mal sagen, ne? Wenn die so unfähig alle sind. So. Jetzt wird's gut, Leute. Ich hab's im Gefühl. Wann fangen die Streams eigentlich immer an? Also mittwochs um 15 Uhr und eigentlich regulär freitags um 10. Das sind gerade so meine festen Streamzeiten, außer diese Woche, weil am Freitag kommen meine Eltern zu uns. Deswegen streame ich morgen um 11. Ja, wir gehen erst noch ins Gym. Und dann... Lerne zu. Das wird ganz gut. So. Jetzt wissen wir ja, was zu tun ist. Deswegen geht das jetzt ganz flotti karotti hier. Wir wollen noch die letzte Pose, oder? Die war doch geil. Warte, welche war denn das? Die hier, ne? Also Pose 2 war das. Die fand ich cooler. So. Okay, und Chelsea, dein Einsatz. Einmal bitte hier hin. Ken. Danke. Juju, Hallöchen. Oh, Chelsea. Ich weiß, du hast keinen Bock. Nee, da nicht. Du sollst... Das ist ein bisschen doof. Hier stehen. Nee, noch ein Stück. Noch... Chelsea. Chelsea. Oh mein Gott, sie ist so schlecht gelaunt. So, und jetzt dahin. Kann ich die Kamera vielleicht wegstellen? Ging das nicht gerade? Nein? Okay. Das ist noch nicht die richtige Position. Och, Chelsea. Ja, das stimmt. Wir machen mal kurz die Dings weg, damit die Qualität von dem Bild nicht so schlecht wird. Ja, ich glaube, von hier geht das auch. Wir gucken mal.
Na, nee. Mm-mm. Die gucken noch nicht in die Kamera. Leute, das ist noch nicht... Ich hab's gleich. Ich bin mir sicher. Mann, du bist aber auch ein bisschen doof. Ich meine, wir könnten da halt auch nochmal einen Teleport. Oh, ich kann sie doch teleportieren! Geh da hin. Super. Oh mein Gott, ich bin so schlau. Ich bin so schlau. Leute. Also, falls ihr mal einen schlauen Rat braucht, fragt mich. So nämlich. So nämlich. Groß. So. Ist das ihr Ernst? Ah, ist das neu? Können wir mal kurz hier eine Wand angucken? Nee. Das ist ja von den anderen. Ah, hier. Ups. Okay. Hervorragend. Oh mein Gott, Chelsea, du geile Sau. Okay, wir können nach Hause. Oh mein Gott, fantastisch. Toll! Das war ja super. Das war ja ganz, ganz toll. Ladies and Gentlemen, ich bin so glücklich. Wie schön, oder? Ich glaube, Barbies Fuß schläft gleich ein. Die Pose ist von Catverse, glaube ich. Also meine ich. Das ist eine meiner Lieblings-Creator. Also die wird so geschrieben. Und Derry mag ich auch voll gerne. Die zwei Posen-Creator finde ich richtig cool. Das wird auf YouTube hochgeladen, ja. Yes, yes, yes. Und Bonkeri, Hallöchen, wir machen gerade Fotoshooting. Ist doch ganz klar, was man in Sims halt so macht. Ich bin der glücklichste Mensch der Welt. Das ist doch so toll, oder? Ich bin so happy, Leute. Das ist ja so toll. Das ist ja sowas von super toll. Oh mein Gott, ich kann nicht mehr. Ach mein Gott. Ach, schön. Ach, Hilfe. So. Jetzt will ich auch Sims spielen und einfach nur Fotos machen von meinen Familien. Bei mir wird die Option Post by Pack nicht angezeigt. Das ist der Postplayer. Also man muss den Postplayer installieren. So ist die Mod. Und dann braucht man Teleport Any Sim noch. Teleport Any Sim. Das braucht ihr beides. Steht aber auch immer unter den Posen drunter. So, Ladies and Gentlemen, jetzt geht's aufs Klo. Ja. Ach so, wir wollten uns jetzt noch wieder Geld cheaten, ne? Weil. Und Chelsea hat die Kamera dann aber geschenkt bekommen. Vom Studio. Ist ja ganz klar, oder? Weil ich würde jetzt schon gern zumindest Chelseas Schlafzimmer ein bisschen umstylen noch. So als letzte Maßnahme des Tages heute. So. Und wir kriegen ja jetzt auch noch Geld, wenn wir das Bett verkaufen. Die brauchen wir nicht mehr. Ja, den Schreibtisch eigentlich auch nicht. Der ist ja eher auch so kindmäßig. Den Stuhl vielleicht. Das hier brauchen wir auch nicht mehr. Okay. Gleich zu Ende. Ja, also ganz kurz. Also, ne? Ja, wir machen noch hier jetzt schöne Dinge. Wir könnten auf jeden Fall das Zimmer von Chelsea auch hier noch expandieren. Dass wir hier quasi so rübergehen. Da müssten wir nur hier halt noch ein Dach ziehen.
Und hier vorne müssen wir auf jeden Fall sowieso noch was machen, ne? Also das müssten wir dann ja jetzt gar nicht mehr so weit ziehen. Das würde ja dann reichen, wenn das vorne ist. Ja, also Wand und so machen wir gleich auf jeden Fall. Ich bin jetzt gerade erstmal noch hier beim Exterieur. Ich mach mal kurz, dann kann ich das mir nicht besser vorstellen. Sieht kacki aus. Wo Chelseas Türe ist, könnte man auch einen Flur entlang machen. Dann hat man dritt. Ja, habe ich auch gerade überlegt. Also so müssen wir es, glaube ich, machen. Weil anders kommen wir hier nicht hin. Also weil wir brauchen ja definitiv sowieso noch ein drittes Zimmer. Also, das ist jetzt erstmal hier so, ne? Wir gucken jetzt, wir machen mit Desken. Ich hasse dich einfach, ja, same. Same, same, same. Was ist das denn? Achso, das Bett von Josie. Ja, das ist natürlich ein sehr langer, dunkler Flur, ne? Was wir machen könnten, ist halt das dann noch ein rein Dingsen. Was hat er da weggemacht? Dann ist das aber sehr klein, das Zimmer. Wir könnten aber auch das Zimmer dann Stacy geben oder halt Tommy, wie auch immer. Und dass das hier dann Chelseas Zimmer wird. Kiss of the Fox, hallöchen. Schön, dass du da bist. Wie geht's? Und Bonkeri, danke noch für die 3 Monate. Vielen, vielen Dank. Das ist ein schwieriges Unterfangen hier. Sieht halt auch haustechnisch irgendwie kacke aus. Und du ziehst den Raum noch eine Reihe in das große Zimmer. Den Raum hier. So meinst du? Also es geht mir jetzt auch erstmal eigentlich gar nicht so um das, also um die Zimmeraufteilung, sondern ich finde es, also es ist halt einfach schreckliche Architektur. Oh, das ist so das, was mich gerade stört. Game Princess, mach's gut. Jenny, das freut mich, dass dir das Video gefallen hat. Und Kiss of the Fox, mir geht's auch sehr gut. Also ich habe jetzt gerade überlegt, ob wir vielleicht hier anbauen, aber dann haben wir halt im Badezimmer auch gar kein Fenster, das ist ja auch kacke. Ansonsten, ist auch scheiße. Zieh das große Zimmer jetzt noch breiter. Aber nach da oder in welche Richtung meinst du? Das könnten wir natürlich machen, ne? Dass wir das noch nach da ziehen. Hm.
Aber das ändert natürlich jetzt nichts daran, dass es. Also, nee, dann ist es auch ein sehr komisch großes Kummer. Odin, danke schön für 24 Monate. Vielen, vielen Dank. Hallo, Lucky! Ja, ich komme gleich. Ich verzweifle gerade noch. Weil ich nicht weiß, wie wir unser Haus bauen wollen. Aber auf jeden Fall. Also, spätestens. 7:45 bin ich da. Ich will halt nicht das Kinderzimmer nochmal abreißen, weil die Sachen so schön sind. Deswegen ist das gerade so schwierig für mich. Weil ich glaube, so macht das erstmal von außen am meisten Sinn, oder? Eieieiei. The butterflies fly away. Nee, 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 nee. Silly, danke schön für den Raid. Hallöchen, ihr Lieben. Vielen, vielen Dank. Schön, dass ihr da seid. Hallo, ich bin die Nina und ich verzweifle gerade am Dachbau. Wie immer. Wir spielen die Barbie Legacy und versuchen gerade anzubauen, weil wir haben 3 Kinder und die brauchen Platz. Das sieht scheiße aus. Leute, ich brauche die Sims-Bau-Genies. Ich freue mich auf jeden Fall riesig, dass ihr da seid. Schaut sehr, sehr gerne bei Silly vorbei. Was habt ihr heute gemacht? Vom Sport hier zurück und Lasagne im Ofen. Leandra, geil. Lass es dir schmecken. Wenn du das Zwillingszimmer nach vorne ausbaust und den Flur verschiebst, sodass das hintere Zimmer keine komische Ecke hat. Aber dann haben wir nicht mehr dieses hübsche Häuschen hier oben. Also ich finde das hier, also das gibt halt dem Haus so Dimensionen irgendwie, finde ich, oder? Aber ich finde das Dach gar nicht, also so gar nicht so schlimm, oder? Warte mal, können wir das vielleicht noch einen runternehmen? Findet ihr das sehr schlimm? Ich finde es eigentlich ganz gut so. Das Dach sieht man doch eh nie eigentlich schon, ne? Eigentlich hast du recht. Also jetzt ist halt hier noch so ein komischer Vorsprung, aber theoretisch, ich weiß jetzt nicht, wie es aussehen würde, aber theoretisch könnten wir... Machen wir nicht. Wollen wir nicht. Wenn du den einen Kasten im OG und EG noch nach außen ziehst. Aber das würde ja nichts ändern. Weil... Also das würde an den Dächern ja nichts ändern. Also ich bin eigentlich immer ein Fan davon, wenn ein Haus halt mehr Dimension hat, so. Die Fenster sind aber jetzt irgendwie nicht in der Mitte, oder? Oder bilde ich mir das ein? Nee, ne? Hä, aber wie viele Dings sind das denn? Irgendwie sieht das nicht mittig aus, oder? Ach, ich glaube, das ist wegen des weißen Balkens. Dem hier an der Seite. Ich glaube, so ist schon mittig. Aber es sieht nicht mittig aus, weil hier an der Seite so ein... Ja, genau, wegen dem Balken. Wegen des Balkens. Juni, Hallöchen, herzlich willkommen. Kann man das irgendwie machen, dass die Tapete halt erkennt, dass da eine Ecke ist? Ja, ich meine, sonst könnten wir da auch einfach nochmal, keine Ahnung, solche Säulen hinmachen oder so. Das geht natürlich auch. Da vielleicht dann nur so ein Fenster? Und vielleicht noch da eins?
Happy bin ich nicht. Das ist ja ganz belastend, Leute. Das stört mich ganz dolle. Also ich finde, das ist einfach eine ganz doof. Also das Problem ist halt, dass das Haus so schmal ist, ne? Aber ich will auch eigentlich... Also ich meine, klar, wir könnten jetzt hier zum Beispiel noch einmal nach hinten gehen. Ja, ich glaube, da mache ich mir noch mal, ja, wollte ich auch gerade sagen, Funcake. Ich glaube, ich mache mir noch mal Gedanken, wie ich es machen möchte und vielleicht reißen wir dann auch erstmal noch mal alle Wände raus und dann machen wir das Ganze in Ruhe, weil heute würden wir das dann eh nicht mehr fertig kriegen und dann machen wir das nächste Woche ganz in Ruhe. Ja, und genau, was Ace sagt, vielleicht bauen wir dann doch noch nach hier aus, weil so ist es irgendwie doof. Also ich finde auch den Flur total doof. Deswegen, ja, gucken wir dann nochmal. Okay. Dann speichern wir jetzt erstmal so. Weil wir sind im Umbau. Ach, ich kann jetzt leider nicht mehr sehen, was es für einen Wert hat. Vielleicht bauen wir einfach alles neu. Ja, ich lasse mir nochmal durch den Kopf gehen. Ob Barbie vielleicht jetzt ein neues Traumhaus braucht. Das schauen wir dann einfach und dann gucken wir. Also ihr erfahrt dann nächste Woche eine Entscheidung, ob wir umziehen, also ein neues Haus. Also im Endeffekt mag ich das Grundstück, auf dem wir leben, ja auch nicht so gerne. Mal gucken. Auch nicht so gerne. Psst. Vielleicht ziehen wir ja auch nochmal um. Wen... Sessa können wir raiden. Schön. Wir gehen zu Sessa. Ja, genau. Sabrina schreibt es auch gerade. Sie spielt nämlich auch Sims. Was macht sie? Ach so, sie spielt sogar die See the World Challenge. Süß. Das ist ja toll. Wann kommt das? Da. Dann könnt ihr nämlich jetzt bei Sessa, wenn ihr jetzt nämlich... euch so denkt, oh mein Gott, ich habe See the World Entzug, könnt ihr ja einfach bei ihr See the World gucken. Finde ich einfach super. Richtig, richtig schön. Danke für den schönen Stream, ihr Lieben. Das hat mir wieder so viel Spaß gemacht und ich freue mich jetzt schon ganz toll auf morgen früh. Also morgen um 11 sehen wir uns wieder mit Planet Zoo. Freue ich mich sehr drauf. Also ich freue mich riesig, wenn ihr, also falls ihr Zeit habt, könnt ihr sehr gern vorbeischauen. Und ja, ansonsten, falls wir uns nicht mehr sehen, wünsche ich euch ein wunderbares Osterfest, falls ihr feiert. Und ansonsten einfach eine schöne Zeit. Und ja, seid gut zu euch, seid gut zu anderen. Und danke, dass ihr immer da seid, ihr Lieben. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ich freue mich schon sehr auf nächste Woche. Ganz viel Liebe. Viel Spaß bei Sessa. Tschüssi. Auf Wiedersehen.